Halli, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück beim einzigen Wahnsinn hier auf YouTube. Kurz nach Halloween nehmen wir das jetzt mal auf, aber wenn ihr das Video seht, ist das schon fast wahrscheinlich einen halben Monat her. Ihr kennt mich, ich prokrastiniere grauenhaft gerade. Richtig, richtig schlimm. Die Videos kommen teilweise so stark versetzt, dass eigentlich im Grunde gar nicht mehr lohnenswert sind. Aber ich mache es trotzdem, weil ich habe einfach Spaß daran. <laughs> ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall damit fit. Das Video ist eigentlich gerade nicht zu rechnen, sondern erstmal das hier. Ja, es, es, es ist das Thema Dara. Ihr kennt den Hyper ihr kennt den. Wir können den Ho Hyper Wookie nicht ignorieren und ja, ich nenne ihn jetzt ab sofort nur noch Hyper Wookie, weil wow abnormal. Ah, der Kerl, der, der der triggert aber auch einen wirklich bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter und Team Rocket ist schon traurig darüber, dass äh, er den Platz eingenommen hat. <laughs> Deswegen als erstes Kuchen TV das Video unten in der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall das. Original, ne? also den Link dazu und das Beste habt ihr auch noch da: Abonnieren. Abonnieren, ganz, ganz, ganz wichtig. Haut mal bitte in die Tasten und Klicks und lasst auf jeden Fall mal genügend Rezensionen da. Das ist wichtig und wichtig. Und ja, wir machen die Musik aus. Das Video geht an. Es geht los. Kuchen TV. Und die größte Blamage der vogue Der hyper <laughs> Dummheit. Ja, es ist... Jo, Freunde der Dummheit. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute Klassisch. geht es mal wieder um Dara. Der hat nämlich auf mein Curtshow-Video auf Twitch reagiert. Und naja, es ist halt einfach Dara. Also das ist wirklich einfach gefundenes Fressen. Der Typ hat wieder absolut dumme Takes gebracht. An dieser Stelle die kleine Information. Wir streamen am Montag um 8. Blöde Frage. Wundert das irgendjemand, Wundert das irgendjemanden, dass er mal wieder weirde Sachen raushaut? Also ich mich nicht. Ich sehe gerade, das Video geht verdammt lang. 26 Minuten und 24 Sekunden. Ich würde sagen, wir tun das Ganze ein bisschen erhöhen. Wessen. So. Der Typ hat wieder absolut dumme Takes gebracht. An dieser Stelle die kleine Information, Der stream am Montag um 18 Uhr gemeinsam und haben endlich unser Live-Gespräch. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Oh. <laughs> Alter, Live-Gespräch. Nein, nein. Boah, Montag 18 Uhr, was mache ich Montag 18 Uhr? Habe ich die Zeit dazu? Will ich dabei sein und mich absolut triggern lassen? Oder will ich mir das im Nachhinein nein, so richtig schön gemütlich... Beim kalten Bärchen und ähm, Revolver antun. Ja. Boah, <laughs> schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Boah. Montag 18 Uhr? Überleg ich mir. Überlege ich mir, ob ich mal dabei bin. Ich mein, meine, meine Kom Kom Kommentare sind so oder so die legendärsten. Die funktionieren immer, deswegen, ich versuch's mal. Ich muss meine Verlobte bitten, dass sie mir die Zeit gibt. <laughs> Der ganze Beef zwischen uns wird ja momentan auf dem Rücken von Shoyoka ausgetragen. Während sie gar nichts mehr dazu sagt und einfach ihren Content machen möchte, versuchen die anderen die ganze Zeit, sie zu verteidigen, obwohl sie das gar nicht möchte. Und auch bei Dara war das ganze Thema, und mhm. er sagt dazu: Sie möchte das nicht mehr, hä? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich, ich weiß. Hat sie, der hat ja nie was zu diesem Statement gesagt. Ich wusste aber auch nicht, dass sie gesagt hat: Nö, ich habe auch keinen Bock mehr, dass sie mich verteidigt. Wie gesagt, das Ganze ist ja so, dass so nur noch heftiger geworden, weil es nur noch bescheuerte Aussagen kam von allen anderen. Also muss man einfach dazu sagen, Hyperwoki gehört also einem der Leute, wo Scheiße gelabert haben. Safe, yo, Mr. mbo was geht ab? Und wunderschönen guten Abend. Folgendes? Wenn man äh, und deswegen ist mir das ziemlich egal, ob äh, eine Shoyoka sagt bitte ähm, verteidigt mich nicht oder sowas, weil am Ende geht es nicht um Shoyoka, sondern es geht halt um äh, in diesen Bereich, den wir nun mal hier haben, weil wir setzen uns ja innerhalb von Twitch ein. Das ist jetzt kein großer Bereich, das ist aber ein Bereich, der anscheinend auch trotzdem natürlich viele junge Menschen bewegt. Wir machen nun mal hier unseren Aktivismus. Naja, manche Leute machen ihren Aktivismus in der Kleinstadt, manche in einem Dorf, manche in der Großstadt. Wir machen den auf Twitch. Das ist jetzt nicht die Welt, das ist nicht ganz Deutschland, aber das ist halt eben dort. Äh. Hier versuchen wir natürlich Werte wie Demokratie Gleichberechtigung zu verteidigen und dann äh, betrifft uns das alle und dann muss man da halt auch leider aus meiner Sicht äh, dann den Willen von eben äh, der Person, die dort angegriffen wird, äh, übergehen. denkt Also im Grunde du übergehst das Opfer und Na, naja, Opfer, Entschuldigung, in dem Fall ist es ja Täter, je nachdem, in welcher Sichtweise man das anschaut, ne? aber du übergehst ihren Wunsch danach, äh, das ganze Thema ruhen zu lassen, weil sie kriegt davon einfach viel zu viel ab. Weil es größere Sachen sind. Ja, schön, schön und gut, kann man sagen. Ja, das. Ähm, wie heißt das immer so schön? Ähm, ähm, das Ziel heiligt alle Mittel. Oder wie war das nochmal? Nee. Wie ich, ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Ihr wisst aber, was ich meine. ne? Also das Ziel heiligt alle Mittel. Doch, das trifft eigentlich ganz gut. Stimmt halt nicht immer. ne? Stimmt halt nicht immer. Es kommt immer darauf an, wie groß es ist und wie krass es. Ähm, etwas bewegt. Auf Twitch bewegt sich äh, relativ wenig, muss man sagen, was das angeht. Aktivismus ist natürlich schön und gut, dass man das auf jeden Fall betreibt, aber ja. <laughs> ob das wirklich auch mit der Reichweite, meine, wenn es wirklich jemand ist, der dann wirklich eine Millionen Reichweite bietet, könnte man sagen, da bewegt sich wirklich noch was. Aber ein Dara hat jetzt nicht so extreme Reichweite. Und schadet eigentlich alle, also er schadet jedem Menschen, wenn er zu etwas sagt. Egal im politischen Sinne, egal zu irgendwelchen äh, Kontroversen, egal was er macht. Er schadet die, 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 immer den falschen Leuten damit. Das ist eigentlich schon bitter. Also im Grunde, er müsste für die AfD sprechen, damit die AfD eigentlich keine Chance mehr hat. <laughs> hey, immer das Gegenteil bei dem. Das ohne Scheiß-Gegenteiltag ist bei ihm ganz kompliziert. Jetzt endlich mal mal mit dir reinschauen. So toll, dass du mal wieder streamst. Ey, ich stream, Alter. Alter, ich stream fast jeden zweiten Tag. Schwöre. Jeder zweite fucking Tag. Gott. Jo, <laughs> Micha, mein lieber Bot. Was geht ab? Wirklich, dass so eine Reaction auf mein Video... Für Demokratie und Gleichberechtigung steht und deswegen das Ganze so wichtig ist, dass er da den Willen von Toyoka auch einfach mal komplett ignorieren kann. Also, Bro, keine Ahnung, für mich klingt das ein bisschen misogyn, dass du dich über eine Frau stellst. Ich meine, du hast 400 Zuschauer auf Twitch. Wo stellt man sich denn sonst hin? So, so ein Witz hätte ich jetzt von Tim erwartet irgendwie. So, so ein richtig schöner schwarz wo hätte ich jetzt bei ihm erwartet. Ohne Witz ne mitwitz eigentlich was hast du jetzt mit dieser reaction bewirkt was hat das ganze gebracht außer dass ich wieder so ein video mache und jetzt wieder über shoyoka reden muss und das wieder hunderttausende leute sehen das ist auch nicht das einzige was er dazu gesagt hat es wird noch schlimmer ich will jetzt war das ist für demokratie so jetzt ist deine werbung zu ende amio ich stream fast jeden zweiten tag Dienstag, donnerstag sonntag also mich kannst du kaum verfehlen mann also wenn du abends mal Zeit hast kann... nee 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 keine Ausreden. mich kann man nicht einfach verfehlen nee bitte nicht Gleichberechtigung kämpfen möchtest, aber geht das nicht ohne Shuyoka, die ja selbst geäußert hat, dass sie das nicht will? Äh, nee. Weil er macht ja diese das, Videos. Ich verstehe zwar, dass du dem kämpfen möchtest, aber geht das nicht ohne. Okay. Trotzdem, genauso wie ganz viele andere Leute Content ähm, produzieren. Nee, also es geht offensichtlich nicht ohne. Um diese Videos trotzdem. Ohne Shuyoka, die ja selbst geäußert hat, dass sie das nicht will? Äh, nee. Weil er macht ja diese Videos trotzdem, genauso wie ganz viele andere Leute Content ähm, produzieren. Nee, also. Diese Videos sind aber entstanden, weil man jemanden explizit erwähnt. Das ist der Unterschied. Wenn ich die ganze Zeit einen Namen rufe, irgendwann wird er vielleicht darauf reagieren. Wenn du permanent irgendwas, jemanden beleidigst im Stream, dann wird es schon eher, ja, eine Reaktion geben. Wenn man jemanden ignoriert, das hat man schon immer gesagt, ignoriere die Rüpel. Dann, na gut, im, im tatsächlichen Leben funktioniert das nicht so sehr. Im Streaming-Bereich könnte das funktionieren. Jemand äh, labert die ganze Zeit Scheiße, ja, dann kannst du entweder halt ignorieren oder äh, gehst drauf ein. Kuchen geht natürlich drauf ein, weil das bringt absolut Klicks und Geld. Gibt ja auch ehrlich zu. Und ganz ehrlich würde auch jeder im Influencer-Bereich machen, der in Richtung Meinungsblogging geht. Also, irgendwie wurde es ja selber rausprovoziert. Und nachdem das mit Shoyoka kam, kam ja dann alle anderen, der ähm, ja, der Leute raus, ne, die dann irgendeinen Schrott rausgehauen haben. Und natürlich nimmt man das erst recht mit, weil dumme Takes kann man gut vermarkten. Äh, ich meine, Uzi die es sind nur dumme Takes. Und das hat das ganze Land bewegt. Also, ich kenne keinen, der es nicht kannte, ne. Also, muss man schon sagen. Haha, wild, nee, dich verpasse ich ab sofort nicht mehr. Uh, starke Aussage, starke Aussage. Wie ist die Quote zur Wette? Weil, äh, ja. Und wenn man dreimal Siki erwähnt, erscheint er nachts bei euch zu Hause. Ich bin noch nicht Beetlejuice. Verdammt, so soll das sein, Beetlejuice. Es geht offensichtlich nicht ohne Shoyoka. Ich meine, dann hat sie halt psychische Probleme, wird die ganze Zeit ja angeblich so krass gehatet, traut sich nicht auf irgendwelche Events zu gehen. Aber wenn der kleine Dara mit 400 Zuschauern meint, <laughs> dass er auf jeden Fall ein wichtiges Ziel vor Augen hat, dann ist es natürlich auch nicht ganz so wichtig, wie es Shoyoka dabei geht. Der kleine Dara möchte aus dem Paradiesraum abgeholt werden, denn er wird nicht verstanden dort. Wisst ihr, mir wird immer vorgeworfen, dass ich keine Empathie habe. Aber dann gibt es halt so Leute wie Dara, oder? Und das ist ja auch am Ende einfach nur noch Mobbing. Also das ist ja Quatsch. Also da ist jemand, eine Feministin, setzt sich für Menschenrechte ein und für Demokratie und Gleichberechtigung. Und das gefällt natürlich manchen Leuten nicht. Davor haben die Angst. Und deswegen wird sie wieder angegriffen. Ja, er Absolut äh, bescheuerte Aussage vom Hyperboki. Ähm, ein Mensch, der wirklich für diese Rechte vertritt, sollte diese Rechte dann auch wirklich permanent vertreten und nicht andere Menschen runtermachen, ähm, diskreditieren, ihre Meinung nicht anerkennen, nicht akzeptieren. Sorry, das ist nichts de dessen, was sie eigentlich vertreten sollte. Ne? Also sie sollte es schon vertreten, aber dann soll sie es richtig machen oder gar nicht? Eins und beiden. Ich meine, man tut ja nicht Wasser predigen und dafür Wein trinken, oder? Wie war das nochmal? Hm. So in den Sprichwort, dann habe ich es irgendwie. Ich verwechsel das so gerne. Nee, naja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, das beste Beispiel wäre einfach Equalist. Bäscht sie auf eine äh, kleine TikTokerin, das kann man schon sagen, damals klein, verhältnismäßig. Jetzt inzwischen würde ich sagen, immer noch äh, größer. Aber ist ja eigentlich egal, ob groß oder klein, aber sie basht auf eine Person, ohne Begründung, mit irgendwelchen Thesen, die sie nicht bewiesen hat und random fronts von wegen, äh, das hat sie damals in der Kindheit erlebt und sonst irgendeinen Scheiß. Und du willst mir dann sagen, so eine Person vertritt wirklich die Rechte für Gleichheit, Freiheit und äh, was auch immer alles dahinter spielt. Sorry, nein, das kann ich nicht so akzeptieren, weil du musst dann auch auf diese Kritik eingehen und sagen, hey, ich vertrete diese Werte, da habe ich echt Scheiße gebaut. Dann hätte man es akzeptiert, aber sie hat rechtfertigt sich halt nie. Sie erklärt das nicht, war, sagt, hey, ja, da habe ich wirklich Scheiße gebaut. Und das war eindeutig, das war offensichtlich. Aber der kleine Dara, ja, sorry, langsam, Dara, du triggerst mich, ey, ich schwöre. Wie, wie, wie falsch kann man denn sein? Junge, Hyperwoki. Oh Mann. Er hat tatsächlich ganz recht. Also, ich zittere einfach vor unserer Demokratie und versuche alles, um dagegen vorzugehen. Dass Stimmt, und übrigens, äh, die meisten, die darauf reagieren oder Videos dazu machen, vertreten meist eigentlich dieselben Werte, dass, man, dass alle Menschen gleich sind, dass egal Mann, Frau, egal welche Hautfarbe, egal irgendwas, leb und Leben lassen. Das ist die Devise, die schon immer gut funktioniert hat und die meisten das auch zu so unterstützen. Wenn du halt auf. Äh, auf Männer stehst oder auf Frauen stehst oder auf was auch immer du stehst, dann ist es scheißegal, solange es im legitimen, äh, legalen Rahmen ist. Und das ist doch das äh, Richtige. Wenn du einfach in Ruhe gelassen wirst, egal in welcher Art du eine Person lebst. Wow. Und das vertreten die meisten, ne? Und es geht nicht nur darum. Wenn es den meisten Leuten egal ist, woher du kommst, hauptsächlich du hast mit dem. Mit der Person Spaß, du verstehst dich gut, du bist mit Freunde. ist doch scheißegal, wo die Person herkommt. Und das vertreten ja also Leute wie Tim. Manchmal mit seinem schwarzen Humor absolut äh, unter einer Sau und äh, mit seinen sehr, 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 und die finde ich wirklich ekligen, unangenehmen Twitter-Posts, also der, da muss er echt zurückschrauben, meiner Meinung nach. Aber die vertritt er. Und da hat er die höchste Reichweite, nämlich in YouTube-Videos. Wie oft er sagt er, hetzt nicht, äh, betreibt kein Hass. Behandelt alle gleich. Wie oft hat er diese Meinung vertreten? Und auch wenn er das vielleicht im Real Life nicht ganz so sehr vertritt, das sei mal dahingestellt. Aber das, was rüberkommt, ist die Öffentlichkeit, diese öffentliche Person, der Kuchen -TV. Nicht der Tim Held kommt äh, zum Vorschein, sondern der Kuchen -TV. Und er vermittelt genau diese Werte. <laughs> Wie kann man das nicht verstehen? Er sagt es sogar offensichtlich. Alter! Hammer und Nagel, mal richtig schön reinhämmern, damit man es versteht, oder was, was ist schiefgelaufen? Nein, Hyperbockys verstehen sowas nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich die Videos zu Shoyoka mache. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem noch unterstützen könnt. Meine kleine Message an die ganzen ähm, Meinungsblogger da draußen: äh, oh yeah. Wenn ihr euch ein Video anschaut von äh, mir oder Karl oder Shoyoka und plötzlich gehen die Viewerzahlen um 100 bis 200 nach oben, ne, immer bedenken, so, da, da gibt es halt auch rechtsextreme Internet-Communities, die wollen uns tot sehen. Ne, also die wüssten wirklich gerne, wo wir sind. Also, äh, <laughs> die, die, Klar. sind alle Menschen, die lieber. Auf gar keinen Fall irgendwie die Welt da draußen wissen lassen sollten, wo wir gerade wohnen, weil wir dann wirklich Angst um unser Leben haben müssen. Also klar. Also bitte erstmal, wo ist der Beweis dafür, dass es plötzlich die Führerzahlen steigen und dann äh, Rechtsradikale da auftreten? Bitte sag mir irgendeinen Beweis dazu. Das, das muss man schon wissen, ne? Zweitens, viele schauen eigentlich die Streams an, weil. Solche Losser Aussagen kommen oder irgendwelche hyperwoken Aussagen, die in keinster Weise Sinn machen, die einen normalen Menschenverstand zum Glühen bringen, zum Explodieren. Wegen sowas schaut man Dara's Content an. Also ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Leute gehen nur zu Dara, damit sie einfach nur sich besser fühlen, weil sie wissen, sie sind einfach klüger. Ey, ohne Scheiß. Sie leben in keiner Traumwelt. Sie verstehen Logik. Sie, eins plus eins gleich zwei. Und nicht hier äh, Pipi-Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt. Das sind Unterschiede. Und die meisten Leute schauen wahrscheinlich Dara an, zum Beispiel, weil sie einfach diese Logik nicht verstehen und denken: So, geil, bin ich ein guter Mensch. Ich schaffe noch wenigstens zusammenzuzählen: Eins plus eins. Puh. So sehe ich das. Bei Shoyoka würde ich jetzt nicht ganz so. Eindeutig zu sagen, bei Schiyoka könnte es auch nochmal anders sein. Aber bei Dara, na, wäre ich mir schon eher sicher. <laughs> es wird aber immer Hater geben. Es wird immer ein Vor die toten unter 100 geben oder unter 1000. Keine Ahnung, wie hoch die Rate ist, aber die gibt es überall. Wenn du etwas mehr Reichweite bekommst, dann kriegst du immer einen Hater dazu. Immer. Nach, keine Ahnung, wie ist der Klasse, nach jedem hunderten Follower ist ein Hater dabei. Das heißt, bei 1000 hast du schon 10. Toll, zehn Hater. Und die sind aber so extrem, die, die merkst du die leider. Weil Negatives merkt man sich halt besser. Und dann fühlt es sich so an, als tausend oh, Millionen Hater und ich habe keine Unterstützung mehr. Und dann spielt man sich halt was zusammen und sagt, hey, ich krieg 200 Führer mehr, nur weil ich bin, weil die Rechtsradikalen wollen mich um die Ecke bringen, was halt absolut. Also bitte mal, also wir hatten hier wirklich krasse youtube beefs auf Erden und Nichts ist passiert. Also, Real talk, es ist kaum was passiert. Ich glaube, Ahmad war der Einzige, der eine verpasst bekommen hat. Wer, wer, wer wurde noch. Es wurde eigentlich im Grunde keiner angegriffen. Ich meine, Aline Bachmann, ihr kennt alle Aline Bachmann. Jeder kennt die Aline Bachmann. Im Grunde einer der schlimmsten Menschen persönlich, so ne? also, wie sie sich gibt und was sie gemacht hat, ist wohl einer der schlimmsten Schanden auf, äh, als Influencer. Ne? Und sie wurde. Und ganz ehrlich, auch das ist mir zu viel. Also egal, ich wünsche keinem Menschen was Böses. Aber sie wurde gerade mal angespuckt. Dann willst du mir sagen, wenn eine Aline Bachmann, die wirklich Schande über so viele Menschen gebracht hat, die kranke Kinder ausgenutzt hat, äh, schlecht über gute Menschen reden, alles Mögliche hat sie schon gemacht und nicht mal sie muss anscheinend Angst haben draußen auf der Straße, dann willst du mir doch nicht sagen, dass jemand, der sich für die guten Sachen wohl einsetzt, das Ziel, ne? das ist ja immer noch das Gute, der Weg ist halt scheiße... Mm, wo er sich für gute Sachen einsetzt, muss dann echt Angst haben auf der Straße? Wollt ihr mir das wirklich sagen? Ach. Ob ein Dara jetzt auf irgendwelchen Todeslisten oder sowas steht, da habe ich natürlich keine Ahnung von, das ignorieren wir einfach. Aber wahrscheinlich haben Rechtsradikale in ihrer Freizeit nichts besseres zu tun, als den ganzen Tag auf Twitch zu hängen und zu warten, dass ein Kuchen-TV oder ein Monte <laughs> auf ein Video von Dara, Dekadent oder Kircho reagiert, damit die sich das dann angucken, weil die euch nicht mögen. Ja doch, das klingt sehr realistisch. Und ganz ehrlich, wo sind die 100-200? Schreibt mal bitte alle rein, wenn ihr so viele schon seid. Ja. Das, das würde ich sehen jetzt. Wenn jetzt 100, 200 Leute reinschreiben würden, dann, dann würde ich sogar vielleicht glauben. Dann, dann gerade so. <laughs> also, so würde ich die Leute auch einschätzen. Also, er hat die Hetzkampagne gegen Shoyoka gemacht. Also, <laughs> er hat sie nicht gegen Karl gemacht. Er hat nicht, weiß nicht, ne, so Karl ignoriert ihn. Genau. Karl ignoriert die. ihn. Karl ignoriert ihn. Genau das ist sogar die Aussage. Kuchen hat nur ein Video gemacht wegen dem äh, Hogwarts. Und danach kam eigentlich nur noch, weil sie darauf reagiert hat, auf irgendwelche Aussagen, auf irgendwas hat sie da zusammengereimt, hat ein Kuchen das äh, sozusagen äh, vorgeworfen oder auch äh, angegangen im Stream. Und darauf hat er dann reagiert. Also er hat eigentlich nur das Hogwarts Legacy debattiert. Und dann ging es erst los, weil sie dann permanent auf irgendwas reagiert hat. Auf irgendeine. Re äh, sorry, aber. Das, das, wie, wie kann man das nicht verstehen? <laughs> <laughs> ah, da krieg ich die Krise. Und wenn Karl nichts irgendwie über KuchenTV sagt, dann macht KuchenTV in der Regel auch nichts. Also das, <laughs> so, das ist halt immer so ein Ding. Wahrscheinlich, selbst wenn jetzt KuchenTV sich äh, dazu entschließen, entschlossen äh, ähm, ja, sich dazu entscheiden würde, irgendwie eine Hetzkampagne gegen äh, Karl zu starten, wahrscheinlich hätte das 20 bis 30. Das ist schulhof was Kuchen da macht. Die anderen sind doof, weil doof. Das ist langweilig. Echt jetzt. Ich, ich mache mir echt Sorgen um die Leute, die hier schreiben, teilweise. <laughs> oh, oh, Gott. 30% weniger Klicks. Ist wahrscheinlich so. Das Ding ist halt eben, dass halt auch Karl hat halt nun mal eine Community und auch einen gewissen Rückhalt und auch... Ähm, andere ähm, Influencer, die da wahrscheinlich dann auch wieder auf seiner Seite stünden ähm, und die ja auch viel besser mobilisieren kann. Keine Ahnung, ich kenne mich über den Karl gar nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab keinen blassen Schimmer deswegen, da kann ich nichts äußern. Also das Wort Hetzkampagne nutzt er übrigens in jedem zweiten Satz, wo es um Shoyoka geht, das ignoriere ich einfach mal. Ich glaube, das macht keinen Sinn, jetzt darüber zu reden. Und er. Hat naja, im Grunde, Tim macht ja auch öfters mal dieses, äh, sagt sehr ja oft Hetzen, also so ist das nicht. Macht keinen Sinn, das zu debattieren. Wenn man kurz aufräumt. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben Psychopathen hier im Chat. Fuck. Viel Spaß und äh, bitte äh, nicht draufgehen. Ja? Ganz wichtig natürlich recht ich habe noch nie Videos zu Dekadent gemacht also abgesehen von diesen sechs hier und etlichen ah. Reaction auf Kuchen TV Dekadent hat halt weder eine krassere Community noch hat er irgendwelche Influencer die hinter ihm stehen ich habe ja schon mehrere Auseinandersetzungen mit ihm gehabt also das ist vollkommener Quatsch was du erzählst der Grund warum ich zu Karl weniger mache liegt vor allem an zwei Punkten erstmal kriege ich kaum irgendwas mit was er macht weil er immer noch auf irgendwelche politischen Videos reagiert und mir der Typ ehrlich gesagt auch wenn er sowas macht komplett egal ist und oh. <lacht> danke <lacht> Ähm, politische Videos. Ich, auf die werde ich wahrscheinlich nie reagieren, weil Politik für mich äh, äh, mühsam ist. Und weil er auch nicht so in meiner Bubble existiert. Er sagt ja kaum zu irgendwelchen Sachen, zu denen ich mich äußere irgendwas. Ein äh, Karl kann das, wenn er will. Und äh, dementsprechend. Schön. Hat auch ein Karl kann das. Ja, toll, macht er nicht. Also kein Thema. Warum soll er dann debattieren? Ne? Auch ein bisschen mehr Respekt vor ihm. Und äh, natürlich, äh, ja, das ist halt, das ist dann am Ende so ein. Feminismus-Ding und auch ein Frauending, dass man da Shuyoka als das leichtere Opfer wahrnimmt. Und auch gesellschaftlich solidarisiert man sich häufiger, <laughs> seltener mit den Frauen. Weil mehr Angriffsfläche bedeutet auch immer mehr, wo du irgendwie versuchen müsstest, das zu rechtfertigen, warum du dich auf die Seite von der Person stellst. Klar, wie. Erstmal eine blöde Frage. Gibt es irgendwo dazu Fakten, die man irgendwie nachweisen könnte? <laughs> Dass man sich eher auf die Frau stößt als auf den Mann? Nein, bei Tim würde ich sagen, auf jeden Fall gar nicht, weil Tim nimmt einfach nur die weirdesten, krassesten, kranken Scheiße rein. Hauptsache, ist der Klick und das, das Geschlecht oder die Hautfarbe oder sonst irgendwas. Alles scheißegal. Ich verfolge ihn Gott sei Dank lang genug, um das zu sagen. Es war schon immer random. Natürlich gerne so äh, richtig losse Takes nimmt er auf jeden Fall mit. Vor allem so die Dokus feiere feier ich auf jeden Fall, wenn er die mal wieder hops nimmt. Mm, die etwas persönlicheren Sachen nicht ganz so unbedingt im Moment, liegen, aber absolut noch stabile Videos. Also schon in der Hinsicht würde ich sagen, er hat nicht Shoyoko ausgewählt, weil es eine Frau ist, sondern es ist, Entschuldigung, sie. Ähm er hat Shoyoka ausgewählt, weil sie einen lost take gebracht hat oder weil sie ähm, dementsprechend nominiert wurde für etwas, was halt sehr wenig Sinn macht. Ne? Dafür hat er sie kritisiert und für nichts anderes und nicht, also weil sie eine Frau ist. Nein, das hat er auf jeden Fall nicht gemacht, weil sonst hätten wir viel mehr Frauenvideos in Tim seinen Kanal entdeckt. Also schon allein, nope. Absolut. L-Take, Dara mal wieder. Kein blassen Schimmer. Einfach der Hyper Danke. Vielen Dank, Danke, Mann. Danke, Koppel. <laughs> ähm. Nein, warum versteht das ein Dara nicht? Ich, ich, ich muss echt an diesem Gespräch teilnehmen. Montag, 18 Uhr. Doch, ich, ich versuch's auf jeden Fall. Also, ich, ich möchte wissen, was der für Scheiß raushaut. Es kann nicht besser werden. Es kann nicht besser werden, oder? Ich, ich hab schon ganz starke Zweifel dran. Ich habe ganz starke Zweifel. Das wird mein Spruch. Ich habe ganz stark Zweifel. Wie soll man nur Videos gegen Karl rechtfertigen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass er einfach zu Straftaten aufruft in seinen Streams. Hey, wenn ihr Wahlhelfer seid, ne? Wenn ihr Wahlhelfer seid oder Ach, das war der. Oh. Ich vergesse immer wieder, wer das ist oder wie er aussieht, ich habe ich nicht so mit Menschen Leute. Sorry, ich vergesse immer wieder Namen, auch im privaten Umfeld. Also Falls ich mal den Namen vergessen sollte, das ist normal bei mir. Macht euch keine Sorgen, sagt mir einfach noch meinen Namen, es ist keine Beleidigung, dass ich erstmal vergesse. Oder wenn ihr Stimmen auszählt oder anderweitig beteiligt seid und ihr seht, dass AfD gewinnt, verbrennt das einfach. Verbrennt die einfach, macht selber irgendwie noch Unterschriften drauf, <laughs> dass die Stimmen als ungültig sehen, schmeißt die einfach weg. Ne? Scheiß auf Demokratie. Ähm, Nazis müssen verhindert werden mit allen Wegen und Möglichkeiten, mit allen fucking Mitteln. Wahlbetrug ist gut, wenn es die richtigen trifft. Ne? Das, Wahlbetrug ist gut, wenn es die Richtigen trifft. Und das ist halt wirklich ein ekliger Tag. Das ist so ein richtig fucking ekliger Tag. weil es kommt auf die Sicht des Wahlhelfers, äh, Wahlhelfers an. Im Grunde, wenn du einen Wahlhelfer dahin schickst, der sehr weit rechts wäre, der würde dann sagen: Hier, ich streich dir alle Stimmen, die Richtung links gehen, weil es trifft ja die Richtigen. Perspektive, erstens. Zweitens, zum Betrug aufzurufen, geht halt gar nicht, weil wir leben immer noch in einer Demokratie. Und es ist bedauerlicherweise trotzdem so, dass die AfD äh, mit in dieser Demokratie ist und gewählt wird. Bedauerlicherweise übrigens auch. Ne? Du darfst doch nicht etwas, was, du willst eine Demokratie haben, willst aber gegen die Demokratie vorgehen. Ist das nicht irgendwie eine gewisse, war das eine Satire? Oder was soll denn das von Scheiß sein? Macht halt keinen Sinn, ne? Also, das war ein richtiger l von Karl. Hundertprozentiger l Also, schlimmer geht's gar nicht. Aufruf zum Betrug? Nope. Nein, na ja, da geht halt nicht. Nein. Sag einfach, deswegen ist die AfD scheiße, wegen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Alles legitim, das, wenn, wenn die Punkte stimmen, ne? Aus dem Wahldinger-Programm. Was soll man dagegen sagen? Da, da, da würde er hundertprozentig Zustimmung kommen, aber so ein Kommentar? Nee. Geht nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist auch keine Ironie oder so. Ja, nee, also da ist eine Frau wirklich das leichtere Ziel, muss man sagen. Also, das ist ja wirklich schwer, dekadent dafür zu kritisieren. Übrigens haben nur Influencer <laughs> dekadent dafür verteidigt, dass ich ihn dafür kritisiert habe. Also, das ist auch wieder sehr logisch gewesen, was du hier erzählst. Ich finde aber trotzdem, dass Gewalt oder Morddrohungen, zum Beispiel gegen mich oder gegen Männer allgemein, nicht weniger bedrohlich sind, als Nachrichten, die Frauen bekommen. Es wäre halt mal gut, wenn er das verurteilen würde. Weil er weiß natürlich auch ganz genau, dass seine, seine Community. Ne? Die wissen schon, dass, sie das, dass das auch deren Aufgabe ist, jetzt nicht um die aber zumindest jemanden mit Hass zu übersehen. Ähm. Dara, irgendein Beweis mal wieder, oder ist es mal wieder so ein Random-Take, den du aus deinem Kopf rausgezogen hast, als wäre es eine Fake-Erinnerung? Hm? Also, what the fuck? Ja, es gibt natürlich auch unter Tim seiner Community toxische Leute. Und da zähle ich auch wahrscheinlich weibliche dazu, weil ich nehme da nicht aus. Beide äh, Geschlechter können gleich viel toxischer sein. Mm. Wo machst du jetzt aber aus, dass ähm, Tim damit so aufruft? Insgeheim? Ja, ich, ich wüsste jetzt nicht. Es sind einfach nur diese Leute, die dann äh, meinen: Ah, oh, komm, ich bin, ich bin so cool. Ich mache einen toxischen Kommentar. Vielleicht erwähnt er mich dann in. Seinen Videos und oh mein Gott, jetzt werde ich in sein Video erwähnt und oh, feier das voll. Solche Leute es halt. Es sind eklige Menschen, die toxisch sind. Es sind eklige Menschen, die Hass verbreiten. Aber du kannst nicht sagen, dass Tim dazu aufruft. Das geht leider nicht. Überhaupt nicht. Nada, niente, nasse Lurik. Never ever, Mr. Clever. Ja, Bruder, aber vielleicht solltest du dir die Videos, die ich dazu mache, auch mal angucken. Ich habe schon öfter dazu was gesagt. Abschlussendlich wieder Shoyoka auf die Füße fällt. Also bitte hatet sie jetzt nicht wegen dem Video hier. Lustig ist, dass Daran mir die ganze Zeit vorwirft, dass ich mich ja nie richtig damit auseinandersetze, nicht richtig recherchiere und immer nur Sachen interpretiere, aber dass ich in zwei, drei Shoyoka-Videos schon gesagt habe, dass man sie nicht haten soll und ihr auch keine Hate-Nachrichten schreibt, das wird natürlich einfach komischerweise wieder weggelassen. Und natürlich... Es kann ja auch von anderen Communities kommen, weil ich meine, das Thema Shoyoka war schon ist, schon, ist schon so riesig. Das hat so viele Leute erreicht, die abseits von jeglichen Arten von Bubbles sind und anderen content Creators. Es kann auch sein, dass es einfach nur von einem Game ist. Es kann sein, dass du Hogwarts Legacy magst und hast den Kommentar von ihr gesehen oder den Beitrag gesehen und deswegen kommt eine Hassnachricht. Weil du spielst auf feierst und sie so sehr verabscheust. Das muss nicht mal von irgendeinem Creator sein. Es kann einfach nur durch sie selber erzeugt sein. Also bitte. Ah, oh, diese Traumwelten, ey, diese Traumwelten. Natürlich geht es auch wieder um den Belästigungsvorwurf, den Shoyoka gemacht hat. Ähm, Skurus der sexuellen Belästigung, die sexuelle Belästigung vorgeworfen. Definitiv, auf jeden Fall, das wissen wir, weil wir sind anscheinend, wir haben, wir haben alle Jura studiert oder sind selber der Rechtsstaat, deswegen können wir sowas festlegen. Sorry, aber man muss schon recht beschränkt sein, um das nicht zu verstehen, was das war. Ein Vorwurf wegen einer Belästigung auf sexuellen Handlungen. Ob das sexuelle Belästigung per se selber ist, ich glaube, der säumiger hat gesagt, nein. Er hat gesagt war, so wie ich es auch immer sage, Belästigung mit sexuellem Hintergrund oder mit äh, sexueller ähm, Thematik, aber schlussendlich Belästigung und das hat sie eindeutig vorgeworfen. Wie kann man dann das noch abschreiten? Doch, aber ey, erklär das mal wirklich jemanden, der das ist doch peinlich, wenn man sagt, ich muss Jura studiert haben, dafür, dass du verstehst, dass jemand Belästigung vorwirft. Also mal Real Talk. Wow. Nochmal absoluter L-Tech, Geistes. Dass das auch passiert ist. Und dementsprechend darf man mit ihr machen, was man will. Stimmt, auf einmal müssen wir bei solchen Vorwürfen natürlich alles Juristen sein. Das macht ja. auf jeden Fall <laughs> Sinn. Ich habe <laughs> übrigens einfach mal meinen Anwalt gefragt, was er dazu sagt. Und er meinte auch, dass das halt sexuelle Belästigung ist, weil das, was sie da beschreibt, ist nun mal sexuelle Belästigung. Gut, ist es ist sexuelle Belästigung. Ich bleibe trotzdem lieber bei Belästigung mit sexuellem Hintergrund. Aber kommt auf Gleiche heraus, Belästigung ist Belästigung erstmal. Ne? Also, man wirft es vor. Hier, guck mal, da. Als ich ihm im Laufe des Tages noch einmal begegnet, begegnet bin, er immer noch mit dem Handy und selfie unterwegs, habe ich sehr abfällig reagiert und ihm gesagt, dass er aufhören soll, mich zu filmen. Er hat daraufhin mit dem Handy vor mir rumgefuchtelt und gemeint, Chat würde sich darüber freuen, wenn ich mehr zeigen würde. Und das wäre gut für die Klicks. Ah, ganz seltsam. Das ist doch ein offensichtlicher Vorwurf. Ich meine, was soll denn das sonst sein, wenn du jemanden ins Dekolleté filmst und sagt, der Chat will, dass du mehr zeigst? Also, wo ist das nicht sexuell und wo ist das keine Belästigung? Erklär's mir gerne. Ähm, dass ihm vorgeworfen wurde, er hätte sie belästigt. Also, er bestand ja wirklich darauf. Also, ihr Statement war ja eigentlich: hey, sorry. Ja. Äh, viele denken, Beweise bedeuten eindeutiges Video, in dem alles drin ist. Dabei könnten danach in 99% der Fälle nichts bewiesen werden. Sorry, ich lese gerade einen Kommentar, den seht ihr gerade nicht, da bin ich äh, davor. Warte. So. Ähm, darüber hinaus und die. Das, danach in 99% der Fälle nichts bewiesen äh, werden. Beweise gehen darüber hinaus und die Würdigung dieses Beweises läuft über das Prozessrecht. Da ist es wichtig, dass diese Beweise nicht veröffentlicht wird, weil ansonsten die andere Seite sich Argumente für eine Gegenseite. Ja, schön. Aber sie hat sich gar nicht gemeldet dazu zu diesen Statements. Sie hat gar nichts gemacht. Da kommt auch wahrscheinlich hundertprozentig. Nee, ich kann nicht sagen wahrscheinlich und hundertprozentig, macht keinen Sinn. Da kommt zu wahrscheinlich 95% nichts mehr. Sie hat hier keine Möglichkeit noch irgendwas zu machen, außer sie hätte einen Gegenbeweis. Schlussendlich geht es wahrscheinlich nicht. Und somit hat sie eindeutig eine Falschaussage getroffen. Sogar wenn sie das sagt, ey, ich höre auf, was auch immer, es ist kein Beweis dabei und somit, ja, waschere. Ja. Ah, Gott, Gott, warum, warum versteht das denn? Übermorgi <laughs> nicht. Ich meine, nicht sorry, aber also ich habe ihm keine Belästigung vorgeworfen. Das war ja eigentlich ihr Statement und damit hätte er sagen müssen, ach so, oh, habe ich falsch verstanden. Es war ihr Statement, ist aber automatisch eine Belästigungsvorwurf. Nur weil es ein Statement, ja, sie hat es geschildert, was passiert ist, das ist ein Statement von ihr, ist aber auch gleichzeitig eine <laughs> Belästigungsvorwurf. Sag mal, es können auch zwei Sachen sein. Oder es gibt auch sowas wie zwischen den Zeilen lesen, was offensichtlich ist, hier in dem Fall. Also. <laughs> ich versuche mir gerade echt ein, ein Beispiel zu überlegen, das ein Dara versteht. Und ich. Ich zweifle gerade dran. Ich zweifle gerade dran, ob ich ein Beispiel finde, das ein Dara wirklich verstehen könnte. Das, das ist das Problem. Und an diesem Tag wurde ich von Dara geschlagen. Das war ein Statement von mir, ist aber keine Anschuldigung darüber, dass Dara mich geschlagen hat. Sorry, einfacher geht's nicht. Also, sorry, es geht nicht einfacher. Das ist schon das unterste, das ist Grundschulniveau. Wie offensichtlich willst du das denn noch haben? Sorry, ne, so und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Aber er bestand ja darauf, dass ihm das vorgeworfen wurde. Wo steht denn in dem Statement bitte? Ja, sorry, also eigentlich habe ich dir gar keine Belästigung vorgeworfen. Doch, sie beschreibt doch genau diese Situation. Ich komme nicht darauf klar, Mann. So kannst du nicht lesen. Also was liest du da? Du liest ja Sie hat es ja auch gesagt, ne? etwas ganz anderes als wir. Aber diese Aussage hier toppt wirklich alles. Und dann so tut, als wäre das keine Absicht und dass äh, man äh, das auch bei mir gesehen hat Ich weiß jetzt nicht, warum er das hier rot angestrichen hat, während hier der, der Absatz hier oben viel geeigneter dafür gewesen wäre. Ich wurde danach von mehreren Menschen darauf angesprochen, dass ich Squirrel Stream zu sehen war und dass ich schon den ganzen Tag auf der Messe mit mir heftig rumläuft und von oben herab ins Dekolleté des Schwimmern filmt. Ja, aber das andere ist noch, eine, noch mal eine heftigere Nummer. Weil äh, ja. hier sagt sie ja von oben herab ins Dekultier von Simon gefilmt. Aber wahrscheinlich würde so ein Gericht sagen, ja, das muss ja nichts Schlechtes gewesen sein. Also sie sagt ja nicht, dass sie das schlecht findet. Möglich. Ne? Also es wäre also sozusagen, weil, hey, der eine filmt in das Dekultier von der anderen, das kann die Person ja auch nicht finden. Oder das kann der Person auch geraten. Emotional damage! Und das war gar kein Front <laughs> oder negativ. So ein Ich kann. Nicht, also wirklich. Boah. Ich habe so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl nach dem Gespräch mit Dara, wenn Tim am Montag das reden hat. Ich, ich glaube, der hat eine Worte danach gekippt. Ich, also, der würde doch, ey, der wird doch genauso lustig aussehen. Ich könnte heulen, vor lachen und vor, weil ich es witzig finde, beides. Eddie. Bitte belästige mich nochmal, das war so gut! Ich meine, als die Vorwürfe das erste Mal gedroppt hat, war das in diesem Clip hier. Boah, warte mal. Belästige mich noch mal nochmal. Das war so gut. Kein Front oder negativ gemeint, sondern so ein. Oh, Daddy, bitte belästige mich nochmal, das war so gut! Ich meine, als die. Das brauche ich als Alert, Alter! Das brauche ich als Alert, das hat sich gut an. <laughs> Vorwürfe, das erste Mal gedroppt hat, war das in diesem Clip hier. Also da geht es nicht primär nur um die Dinge, die in diesem Gespräch gesagt wurden, sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive den gesamten Twitter-Verlauf von Squirrels. Und es ist echt nicht schwer, die nachzuschauen, indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt. Inklusive diverser äh, Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir auf der Gamescom. Belästigung, ne? Da sagt sie sogar das Wort selber, Belästigung, eh? Und inklusive ihr selber, ne? Da, 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 Also wie kann man denn ein. Oh Gott. In den vergangenen Jahren. Sieht das für dich so aus, als wenn sie das als was Positives darstellt? Oh, Digga, deine transfreundlichen Tweets. Oh, und deine Belästigung. Oh, das, das fand ich so gut. Nee, oder? So, die Fans natürlich auf der anderen Seite von dem Kuchen-TV und Schools und so weiter interpretieren das Ganze natürlich, Ah, sie hat keine Beweise. Wenn sie nämlich Beweise hätte... Dann würde sie dir ja zeigen, nein, so ein Quatsch. Das macht man so nicht. Also, es ist ja kein vernünftiger Umgang. Man geht vor Gericht und dann klärt man das da. Da zeigt man Beweise, nicht in Social Media. Ja, ja aber mal ganz ehrlich, es bringt ja aber ihr mehr, wenn sie das dann eigentlich zeigt oder nicht. Also es kommt, du, du kannst natürlich dir gegebenenfalls dann bestimmt was auslegen, wenn du irgendwie schon den Beweis vorher siehst. Andererseits hatte sie so viel Fett abbekommen, es wäre wahrscheinlich schneller gewesen, das zu zeigen und sagen: Hey, Alter, du lügst mich. Hier, ich zeig dir den Beweis, dass ich, äh, ne, also Beweis, dass du mich hier belästigt hast. Dann kann er sich nicht mehr rausreden, weil es wäre ja dann ein Video wahrscheinlich, weil nur so kann, kann, kann man es beweisen. <laughs> und nur mit diesem Video, wenn man es zeigt, dann kannst du das auch nicht mehr vertuschen, weil ja, es ist ja dann offensichtlich dass es eine Belästigung war oder nicht. Also eigentlich und das, was sie abbekommen hat, diesen ganzen krassen Hass, Hate und was auch immer alles noch dabei war. Und natürlich übrigens auch Geldeinnahmen sind wahrscheinlich auch Gott, äh, Gott und die Welt gesunden. Ich glaube sogar dann wäre es eher legitimer gewesen, das zu zeigen. Hier, da ist der Beweis, er hat mich hier belästigt oder sexuell belästigt. Glaubt dem Typen nichts. Und dann wäre Skiros so oder so voll am Arsch gewesen. Dann, dann, dann hätte Skiros gar keine Chance mehr gehabt. Dann hätte man ihm nichts mehr geglaubt. Dann wäre er auf dem Niveau von Red gewesen. Den glaubt man einfach nichts mehr. Ihm glaubt man nichts mehr, Red Und dann hätte man auch an Skiros nichts mehr geglaubt. Ganz einfach. Aber so wie sie sich jetzt verhalten hat, würde ich mal stark annehmen, es gibt gar keine Beweise. Und somit einfach eine haltlose Aussage. Sogar wenn es stimmen sollte. Sogar wenn es stimmen sollte. Kannst du das halt nicht veröffentlichen, wenn, wenn du keine Beweise hast? Weil genau dann siehst du ja, was dabei rauskommt. Hm? Und vor allem, warum machst du das wie viele Jahre später? Fünf Jahre später? Sechs Jahre später? Also, Real Talk. Ist das nicht ein bisschen spät, immer mal wieder drauf zu Vor allem, als einmal geklärt wurde, kurz ein bisschen. Grüß dich, Nagito. Einen wunderschönen guten Abend mit den Beweisen doch Quatsch, warum sollte Schöker die nicht schon jetzt zeigen, ihr Ruf ist doch komplett gelitten. Ja, weil dann die Verteidigung doch eine bessere Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten. An sich hat er natürlich recht, man zeigt nicht alle Beweise. Ja, Verteidigung aber nur dann, wenn sie klagen würde. Ne? Aber sie behauptet nur etwas, aber klagt nicht, was auch sehr irritierend ist, oder? Vorher. Allerdings liegt er halt auch wieder falsch, weil hier macht das relativ wenig Sinn. Nehmen wir einfach mal an, Shoyoka hätte jetzt den Livestream oder hätte irgendein Video, was ein Zuschauer aufgenommen hat, wo man sieht, dass Scurrows das tatsächlich bei ihr gemacht hätte. Erstmal wäre Scurrows bei allen unten durch. Bei mir übrigens dann auch, ne? gar keine Frage. Und Shoyokas Ruf wäre zu einem großen Teil wieder rehabilitiert, weil sie hat ja recht gehabt mit diesen Vorwürfen und das ist immer noch ein sehr großer Punkt, warum sie Leute nicht mögen. Wir als Person des öffentlichen Lebens leben halt auch davon, wie uns die Menschen sehen. Und sie könnte damit Scurrows komplett zerstören und sich selber komplett retten. Und selbst wenn sie das Video hochlädt, was soll die Verteidigung dann machen? Soll die jetzt sagen, ja, es ist ein KI-Video? Also, das könnte man jetzt auch einfach so im Gericht dann behaupten. Also dagegen gibt es ja gar keine Verteidigung. Und dann ist ja auch die Frage: Was ist wichtiger? Dass sie nicht verklagt wird, was ja trotzdem passieren kann, oder dass ihr Lebensunterhalt wieder komplett am Start ist, weil sie dann nicht mehr so gehatet wird. Okay, schon Sag ich ja. Es wäre einfach lukrativer gewesen und auch logischer, nach seinem uh, girls video nachdem er so eine krasse Anzeige gemacht hat, diesen krassen Hype mitzunehmen. Und das richtig umzudrehen und sagen: Hier, da ist der Beweis, du bist am Arsch. Es wäre ein Plus für, für Joker gewesen, ja? Es wäre ein absoluter l für Skrulls und somit auch unten durch. Es geht immer um die Glaubwürdigkeit. Und wenn du eine. was ist glaubwürdiger als die Tatsache, dass es äh, passiert ist? Ne? Dann gibt es nicht mehr ums Glauben, sondern es ist dann eine Tatsache. <laughs> Aber solange sie nun behauptet, ohne irgendwas zu beweisen ist steht außer gegen Aussage, aber Scross hat schon eine Szene, die sie beschrieben hatte, offen gezeigt und die hat halt er nichts nachgewiesen. Somit steht sie schlechter da, weil sie eher als ähm, jemand da steht, wo er halt gelogen hat man in dem Fall. Oka Job falsche Vorwürfe, aber Scross darf dazu kein Video machen, weil ansonsten könnte man ja denken, dass Frauen lügen bei solchen Ja, wenn er wenn er sie anklagt, ja, dann sollte er auch die Gerichtsverhandlung abwarten. Ja, klar, das aber sie hat ihn ja auch hätte ihn auch anklagen können ohne das öffentlich so öffentlich zu machen oder nicht? Hm? Das wäre viel klüger, wenn es groß erstmal abwartet. Jo, Leute, Shoyuka hat mich als Belästiger <laughs> gestellt, aber ich zeige sie natürlich an und deswegen werde ich mich öffentlich dazu nicht verteidigen. Seht mich doch erstmal alle <laughs> sie, Ich meine, ja. wenn sie ihm eine Straftat vorwirft, dann müsste sie das ganze ja eigentlich nicht öffentlich machen, sondern sie hätte ihn ja auch anzeigen können, oder nicht? Das heißt, Sag sie ich macht ja. es öffentlich, aber er darf da nicht darauf eingehen, weil er sich dagegen noch rechtlich verteidigt. Ja, sinnvoll. da war das die gleiche Taktik. <laughs> Sinn Voll. <laughs> man merkt, sie macht die Thematik mit da auch immer wieder fertig, immer wieder. Das merkt man. das triggert nicht halt nach genauso. Ich, ich, ich glaube, da ich glaube, also ich würde mal sagen, wir fühlen da hier alle zusammen gleich. Ne? Also, dass denn Dara sagt, es nie Sinn macht, nie eine gewisse Logik gibt und wir einfach dadurch alle getriggert werden, weil, sorry, für uns bleibt 1 plus 1 gleich 2 und nicht äh, 1 plus 1 gleich 4. Ne? Also, irgendwas finden, was die angeblich falsch gemacht haben sollen und dann ziehst du darüber her, beziehungsweise ja, machst dich darüber lustig und dann endet das Ganze auch mit Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen und geht dann teilweise monatelang und diese Menschen müssen dann Die Themen, mit denen sich Schöger in der Tiefe beschäftigt daran kommt ein Kuchen zuvor, das steht an der Oberfläche, oh ja, ja, das ist schon immer so Kommentare, wo du denkst ja, was meinst du mit der Tiefe? 1 plus 1, ist 3, das ist Daras tolle Welt. Hey, Daras Welt. Hey, Daras Welt. So heitert man sich wieder auf bei so einer Thematik, ne? dann eben um ihr Leben fürchten. Das ist, also, das ist ja Quatsch. Das ist, also Exakt. Ich mache seit neun Jahren meine Kuchen-Talks gegen quasi jeden Influencer, der existiert. Aber ist die <laughs> erste und einzige, die jetzt Angst um ihr Leben haben muss. Du bist schon fertig mit der Küche. Das ging aber schnell. Meine Fresse. Gott. Da hast du gerade mal 22 Minuten gebraucht. Also ich brauche schon für einen Topf fast 10 Minuten. Also ich weiß nicht, was du machst. Ich mach was falsch wohl. Weil es vielleicht keine zwei Videos waren, sondern zehn oder so. In anderen Folgen, wo es um krasse Dinge geht, wie zum Beispiel Scam, Fake Gewinnspiele oder irgendwelche viel krasseren Skandale, das ist den Leuten natürlich egal. Eine Frau und deswegen muss sie jetzt um ihr Leben fürchten. Also klar, die anderen 100 Influencerinnen, über die ich Videos gemacht habe, nicht natürlich, weil das sind keine richtigen Frauen einfach, muss man wissen. <laughs> Dass die Leute sich bei einer Frau bei einer Dagi oder bei einer Bibi gedacht haben: Boah, endlich schießt er gegen Frauen. Dieses Video gucke ich mir jetzt an. Wie der andere Typ ja auch schon gesagt hat, gehen die Videos. Nicht ähm, nicht? Ja, das schwingt halt mit, aber das liegt halt. Das ist nicht unbedingt den Leuten bewusst. Das ist nichts. Das ist halt erforscht. Das ist nicht so, dass die. Es ist unterbewusst, dass wir mehr auf Frauen klicken als auf Männer, wenn wir auf Tims Kanal sind. Really? Ich glaube, der Hauptgrund liegt daran, warum wir bei Tim sind, ist ungefähr sowas wie RTL-TV. Nicht, dass sein Niveau absolut äh, schlecht ist. Es geht eher darum, diese absoluten weirden Takes, die man immer wieder im Social-Media-Bereich erlebt die deckt da auf, tut das ganze ein bisschen aufarbeiten und das schauen wir uns dann an. Das ist halt wirklich RTL TV in der Hinsicht. Wir schauen uns die schlimmen Unfälle an. Ups, die Pancho immer noch bestes Beispiel dafür. Wir schauen uns die Unfälle auch an, obwohl sie ah, hm? <laughs> ah ja schnelle Turbo drinne. Ich unterstütze dich nächstes Mal. Oh, das freut mich. Dann dann, dann rufe ich dich an. <laughs> Dass jeder sich dabei denkt, ah jetzt kriegt er nicht eine Frau ab, sondern du hast halt Bock gegen Menschen zu gehen und dann gehst du. <laughs> Ja gegen Menschen, da ist es nämlich scheißegal, ob Mann oder Frau, Alter. Kommt jetzt wieder, kommt jetzt wieder der Hyperwookie aus, ne? Einfach lieber auf die Schwächsten und Frauen haben dann weniger Rückhalt und das bedient sich gegenseitig. Das heißt, mhm. Frauen sind schwächer, dadurch, ne? Frauen sind schwächer nicht in Kraft oder sonst was, sondern Frauen sind gesellschaftlich schwächer ah. gestellt durch bestimmte Benachteiligungen. Deshalb geht man lieber gegen Frauen und dann dadurch, dass lieber gegen Frauen gegangen wird, stellt man sich weniger an die Seite von Frauen. Und dadurch, dass weniger sich an die Seite der Frauen stellen, geht man auch wieder lieber gegen Frauen. Ja klar. Bro. Also der Hyper-Woki hat gesprochen und er labert nur Bullshit. Jeder normal denkende Mensch wird die Logik erstmal in Betracht ziehen. Wer hat denn recht? Egal welcher Debatte. Dann nimmt man das Ganze auf und dann stellt man sich an die Seite des wo halt Recht hat oder nicht Recht hat. Wenn eine Frau Recht hat, dann stellt man sich an die Seite der Frau. Wenn eine andere Frau Recht hat oder ein anderer Mann äh, Recht hat, dann stellt man sich an die Seite des. Man stellt sich immer an die Seite, die Person, die wo Recht hat, im Grunde. Das ist ein, erstmal das Grundprinzip. Man stellt sich nicht auf eine Seite, die für einen keinen Sinn macht. Also keiner stellt sich auf Dara's Seite, weil die macht ja keinen Sinn. Deswegen schießen auch gerade so viele immer wieder gegen Dara, weil er es nicht versteht. Und wir stellen uns nicht auf Dara's Seite, weil er, er einfach nur ein Scheiß labert. Und Frauen schwächer? Ich weiß, was er meinte, von wegen, ja, schon hier gestellt, von wegen nicht gleichberechtigt. Aber habt ihr schon mal eine alleinerziehende Frau gesehen? Also, sorry, mehr Stärke kannst du nicht haben. Eine alleinerziehende Frau, das ist das ultimative, Ganze. ja, es gibt auch alleinerziehende Männer, aber ich finde es, es wirkt, eine Frau schafft das genialer, als hätte sie noch mehr Power, noch mehr Kraft. Das, so wirkt das einfach, finde ich jetzt persönlich. Da muss ich dazu sagen. Hm. Ich wünsche, es würde natürlich keine alleinerziehenden Eltern geben. Das wäre natürlich schön. Ach, so eine schöne Traumwelt. Aber was? Eine Frau ist schwächer. Nee. Nee. Dass sie vielleicht mal benachteiligt ist. Ja, aber schwächer, falsches Wort dafür. Nein. Und hier in den Videos geht es darum, dass ein Mensch lost ist und nicht eine weibliche Person oder eine männliche, sondern ein Mensch. Haut Scheiße raus. Nur der Mensch wird kritisiert. Und da spielt es einfach keine Rolle. Was vermisst bei dir? <laughs> ja, ich merke es ja schon, du warst schon echt lange, lange nicht mehr dabei. Und Ich merke auch schon, du warst schon lange. Wobei ich bin auch auf Instagram gerade gar nicht mehr auf viel unterwegs, deswegen sehe ich auch gerade keine Beiträge von dir mehr, nichts mehr auf Instagram. Voll ruhig bei mir. <laughs> du ganz ger ger gerne. Insta äh, du weißt ja, wo, wo du mich anschreiben kannst. Ich habe ein da, da da kommen alle Nummern drauf und dann... <lacht> <lacht> Bro, genau deswegen werden meine Videos über Frauen besser geklickt, was wie gesagt gar nicht stimmt und er hat es auch nicht bewiesen in dem Stream, er hätte sich das ja mal ausrechnen können oder so. Es liegt nämlich einfach daran, dass sie halt von der Gesellschaft her schwächer gesehen werden und deswegen klickt man da gerne drauf. Ja, Bro, keine Ahnung. Dann ist es irgendwie halt auch ein bisschen... Vor allem eigentlich rein bescheuert gesehen. Man könnte auch sagen, hier äh, viele Männer schauen das an und die Männer wollen vielleicht äh, punkten und deswegen stellt man sich auf die Seite der Frau, könnte ja auch sein. Kann man ja auch mal andersrum denken, man kann ganz viel reinschwurbeln rein. Man kann, man, kann, man kann so richtig hyper-woke sein. Und das sind wir natürlich nicht. Ich meine, man kann anders auch denken. Aber ich mag diese Hyperwoken nicht. Und ganz ehrlich, ich will, dass dieser Begriff endlich mal eingeführt wird. Hyperwokeness. Woke ist gut. Aber Hyperwokeness, also da, wo du etwas rein interpretierst wo wirklich nichts dahinter steckt. Wo es manchmal einfach nur die Tatsache selbst ist. Wenn da jemand steht und atmet, da hat er keinen Hintergrund. Warum steht er da atmet? Der, der hat spielt irgendjemand aus oder stalkt jemand. Nein. Der Typ atmet einfach und denkt gerade irgendwas nach kurz. Einfach das Offensichtlichste. Und nicht immer irgendwas reinschwurbeln. Das ist absolut katastrophal. Und dass ich sogar das Wort Schwurbeln mal sage, ist schon echt traurig. Weil dieses Wort würde ich gar nicht verwenden. Aber lieber Bocken, das ist das. Viel zu lange. <laughs> Mega tolle Sache. So also machen wir es. Ah, stimmt. Habe aber auch echt lange keinen Post gesehen. Wie gesagt auf äh, Insta gar nicht mehr gerade auf Twitter ein bisschen mehr auf äh, Discord so ist immer die neuesten up Updates Dinger da und die Twitch Stories benutze ich gar nicht ich weiß auch nicht. <laughs> ich schneid's nicht. Yo. <laughs> Schaut mal wer da ist Brett Pitt. Brad Pitt. Sieh an Ja Linus vielen Dank für den Ready und äh, hat Spaß gemacht mit Lego City Undercover ich hoffe du hattest einen wunderschönen Tag und genießt gerade die Ferien sogar gerade? <laughs> Gut zu wissen. Ja, die sind seit kurzem da. Ich finde die aber total unsinnig, die Twitch-Stories. Ich komisch, dass das bei mir irgendwie nicht stimmt. Also irgendwas läuft da ganz gewaltig falsch. Leute, klickt doch mal Videos über Frauen mehr an. Aber wenn du so sicher bist, dann beweis mir das Ganze doch einfach mal. Rechne doch die Klicks von meinen ganzen Videos aus oder was weiß ich, wie du das beweist. allem das Schlimmste ist, wie willst du es ausrechnen? Es gibt Videos, die lest du am ersten. Also, wie gesagt, du hast einen Tag Video und drei Tage später das Video und sieben Tage das Video. Dadurch, dass die Zeit auch noch dazwischen ist und die Follower auch noch dementsprechend variieren und natürlich Sommerzeit und Winterzeit, versuch mal wirklich den Schnitt auszurechnen. Das funktioniert so gut wie gar nicht. Das kriegst du nicht hin. Das kriegst du letztendlich hin. Du musst hier eine gefühlte Ebene finden oder du musst die Analysenstatistiken von Tim sehen. Aber das wird auch schon schwieriger. Im Grunde müsste man eigentlich jedes Video schauen, wie es am ersten Tag ausschaut von den Klickzahlen plus, man muss beachten, welcher Tag ist es, wie viele Follower du gerade aktuell hast, mit Tag meine ich natürlich Wochentag, dann musst du auch schauen, welcher Monat es ist und natürlich welche Jahreszeit, das macht auch viel Unterschied, es geht, dann musst du schauen, wie ist der Titel denn benannt, kommt auch dazu, wie aktuell ist denn ein Thema gerade auch, da spielen so viele Sachen, natürlich kann auch ein Video, wo eine Frau ist, absolut mit den Klicks durch die Decke gehen, keine Frage, das liegt aber vielleicht daran, dass vielleicht ein Thema gerade extrem gehypt ist, Feminismus zum Beispiel ist ein äh, sehr, sehr, äh, ihr wisst schon Thema. Das kann nur mal, wow, mal in die Decke gehen. Und während zum Beispiel ein, äh, oh, ich versuche jetzt mal gerade ein Klischee, ein, ein Fail-Make-up-Tutorial, sorry, mir, fiel, mir fällt kein dümmeres Klischee gerade ein, das tut mir leid, mit einer sehr bekannten ähm, YouTuberin vielleicht halt nicht durch die Decke geht. Wenn eine andere Schwimmerin gerade über Feminismus redet, aber ein L-Take rausbringt. Was bringt denn wohl mehr Clips? Ein Fail bei einem Tutorial oder ein L-Take bei einem Feminismusthema? Beides sind Frauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt eine richtige Antwort hier dafür. Wie willst du das machen? Uh, oh, 9 plus 10 gleich 21. Irgendwo kenne ich die Rechnung. <laughs> Soweit ganz gut. Halloween gut durch, äh, überstanden. Und ja, oh, kann eigentlich nicht klagen. Ich hab Urlaub. Wie geht's dir, mein Lieber? Möchtest, weil egal was ich sage oder für Argumente dazu bringe, es kommt immer sowas hier. Ich habe auch mal ein Video über so einen kleinen Kritiker gemacht, der 100 Abonnenten hatte. Das Video dazu hat 500.000 oh. daniel Er ist drei Jahre alt. Das ist auch drei Jahre alt. Ich sag's ja gerade. Die Zeit spielt eine Rolle auch übrigens. Es sind zu viele Kriterien. Wer kann denn sagen? Mir geht's ganz gut, werde langsam wieder gesund. Na, das freut mich. Hast du jetzt wenigstens ich mal dein Spiel bekommen? Beispielsweise kennt auch niemand. Das Video, was ich über den gemacht habe, hat aber 1,2 Millionen Aufrufe erreicht. Und auch mein erstes Video gegen Ahmad hat über 700.000 Aufrufe, obwohl der Typ zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 10.000 Abonnenten. Den Take habe ich gesehen wegen, so schon. Ist das Geschlecht. Der Take kam schon auf Twitter. <laughs> noch nicht, bereit. immer noch. Aber haben sie jetzt gesagt, sie schicken es, oder? Also nur so, ne? Bei, bei dem Herrn hier. Äh, kannst du noch überlegen, ob dort dann natürlich ein rassistischer Faktor mit einspielt? Ne? Also, sane, ne? da ist das Klar, wenn, wenn man nicht auf die Frau böschen kann, dann kommt natürlich Rassismus hervor. Erstens, das lächerlichste Kritikvideo gegen Kuchen Das heißt, ein Ahmad hat auf den Kuchen TV Das heißt, er hat im Grunde nur zurück. Erstmal, schon dazu. Zweitens, Bro, Alter, uns ist, also ich, ich rede jetzt einfach von äh, den meisten normal denkenden Menschen, uns ist die Hautfarbe scheißegal oder woher du kommst. Alter, du bist der Einzige wahrscheinlich, der darauf achtet, dass dieser Mensch etwas nicht deutsch aussieht. Und was ist denn heutzutage nicht deutsch oder deutsch? Es gibt Menschen, die haben halt ihre Wurzeln woanders her, aber wenn du in Deutschland geboren wirst, in Deutschland aufwächst und auch in Deutschland über alles liebst und hier bleiben möchtest, dann bist du einfach deutsch. Da ist es scheißegal, wie du aussiehst. Und du bist der Einzige, der hier sagt, von wegen irgendwas mit Rassismus. Bist du eigentlich behämmert? Alter, der scheiß Überwog. Eine andere Benachteiligung, die so ein Video dann eventuell... Äh, am Ende fördert. Ja, das Video ist drei Jahre alt. Trotzdem kennt den Typen keiner. Warum klickt man das Video denn an, wenn die Person nicht interessant ist? Es ist ja sogar ein Mann gewesen. Also das macht ja dann gar keinen Sinn, dass das so viele Aufrufe hat. Bei Ahmad ist es dann natürlich plötzlich wieder Rassismus, warum sich das Ganze so gut geklickt hat. Es ist halt wirklich so lächerlich und anstrengend, Videos mhm. gegen die zu machen. Weil egal, was für Argumente du bringst oder was du zeigst, die sagen immer, nee, das zählt nicht deswegen und das zählt nicht deswegen. Tim benutzt eigentlich das Wort hypo Ich will das echt drin haben. Das, das, das gehört. Du, du kannst es. Vogue ist eine interessante, äh, interessante Sache und soll auch, ist auch wichtig. Aber wie gesagt, irgendwann übersteigt sich das, ne? Eine 180-Grad-Wende bei ähm, Ungerechtigkeit ist perfekt. Aber eine 360-Grad-Wende ist halt falsch. Ganz einfach. Und das ist Vogue für mich. Aber selber mal irgendwelche Belege dafür bringen, dass sich Videos über Frauen besser klicken bei mir auf meinem Kanal, das müssen sie natürlich wiederum nicht machen. Er hat, by the way, auch vor, Frieden zu schließen und sagt das hier. Also wir können natürlich auch uns alle einigen, dass wir das einfach lassen, ne? Also, lieber Tim, ne? Können auch alle uns zusammensetzen, weißt du was? Wir lassens? Und du kümmerst dich um ApoRed oder so. Ich don't know. Ach, man soll sich um ApoRed kümmern? Ist das nicht denn auch Rassismus, weil er ja auch nicht ganz so deutsch aussieht? Alter, was ist denn das für eine bescheuerte Aussage? Und das Schlimmste ist halt, im Grunde ist Sache jeder selber schuld gewesen, wenn er einfach einen dummen Take bringt und das nicht einsieht. Tick-Tack. Beste Beispiel, Leute. Kann nicht entstanden, wenn ihr mich ignorieren würdet. Aber danke dafür, dass Ja, also klar. wir können uns gerne alle einigen, lieber Tim. Wir setzen uns alle zusammen. Und dann, ne, die ganze Woke-Bubble. Und äh, Kuchen TV und äh, wir einigen uns einfach darauf, das hört ab jetzt auf und sagen halt einfach, <laughs> weißt du was, ist einfach Frieden, ab jetzt ist gut, du behältst auch deine ganzen Videos da auf deinem YouTube-Kanal oder so, ne, das ist jetzt nicht. Klar, habt ihr auch so eine Wahl darüber, ne, habt, weil, vor allem, weil du dich jetzt dahinstellst und sagst, ey, du darfst ja deine Videos behalten, wie stark willst du dir davon ausgehen, dass du überhaupt eine Möglichkeit hast, dagegen was zu machen? Also, als immer real Talk, Das wird nicht funktionieren. Und dazu kommt, wenn ihr einen Scheiß raushaut, es ist scheißegal, das, kommt. das wird nochmal debattiert, es wird nochmal thematisiert, es wird darüber ein Video gemacht, das wird immer und immer wieder passieren. Wenn du in der Öffentlichkeit etwas raushaust, was absolut nicht ertragbar ist für die Öffentlichkeit, dann wird man kritisiert. Und ja, es gibt auch Leute, die das nicht verstehen, und die dürfen ja auch kritisieren. Und dann ist halt eine Debatte. Oder auch ein bisschen Beef, Krieg. Ja. Aber das ist normal. Das ist normal. Und wenn ihr halt äh, Lost the Takes bringt, dann macht Tim was. Wenn Tim Lost the Takes macht, dann äh, bringt irgendjemand anders so was über ihn. Eine ganz einfache Sache. Ist, so läuft der Hase. Und entweder man sieht es ein oder ihr macht, macht so weiter, dass äh, ihr weiterhin komische Takes bringt, ihr nichts einsieht und dann Tim, wenn er mal einen Fehler macht, sagt, hey, sorry, es ist passiert, scheiße war, tut mir leid. Und dann weitermacht. Unterschied. Das ist der riesen Unterschied. Ich hoffe nur, dass er nie wieder irgendeinen Scheiß äh, raushaut, äh, damit er wieder extrem... Untergebasht wird. Er, wenn sich Tim, Tim zusammenreißt, wird er absolut der stabilste Content Creator ever. Wenn er mit seinem, also wirklich diesen richtig ekligen schwarzen Humor macht oder dieses komische Bashing auf Twitter, die Sachen müssen wir darf halt nicht mehr diese krassen Ausrutscher haben. Das mit TikTok, ja, irrelevant. Aber wie gesagt, ihr wisst, welche krassen Ausrutscher ich meine. Ne? Das tiktok ding wo er einen Kopf gegen den Kühlschrank, er hat eine Wette verloren und hat sie eingehalten. Also, wie ehrenhaft will man denn sein? <laughs> <laughs> er hat's durchgezogen. <laughs> also von daher, das geht ja noch. Aber ihr wisst, wie ich ausrutsche. Ich meine, dann wird Tim für immer einer der äh, krassesten YouTuber Meinungsblogger sein, die es äh, in Deutschland gab für eine ganze Zeit lang ne? oder gibt. Er, er lebt ja noch, also gibt, nicht gab. Falsche Zeitform. <laughs> ich hoffe, ich habe jetzt nichts heraufbeschworen. Bitte nicht. So nötig, dass sie wegkommen müssen. Da ja, können die Leute, die noch anklicken. Und du kannst damit Geld machen, aber ab da, da machen wir nichts mehr und dann machst du auch nichts mehr. Ich glaube, das würden wir hinbekommen. Also, wenn sie nichts mehr machen, wäre vielleicht auch besser. Also, wie gesagt, Dara darf am besten nicht mehr viel reden, Freiraumre darf langsam nicht mehr viel reden. Es kommt immer drauf an, über was, ne? Aber ihr habt die ganzen L-Tags gesehen. Ihr habt die L-Tags gesehen. Zum Beispiel, wie gesagt, zum Equalisten gab es auch einige vom Freiraumreh, von Dara, was absolut nicht ging. Ja. Wenn solche Scheiße halt rausgehauen wird, dann wird halt das kritisiert. Sorry, aber da gibt's kein Wenn und Aber. <laughs> Danke, du großer Dara, dass ich die Videos gegen euch online lassen darf. Das wäre nämlich absolut wichtig für mich, diesen Frieden zu schließen. Und ich würde auch direkt meinen ganzen Kanal löschen, wenn es dafür sorgt, dass wir uns in Ruhe lassen. Bro, sind wir hier irgendwie auf einer politischen Veranstaltung oder so witzig? Übrigens, ähm, das Buch steht wieder. Endlich geschafft jetzt einen Vertrag aufsetzen, dass wir keine Videos gegeneinander machen? Bro, für mich ist das voll gut, macht gerne weiter. Mir ist das doch egal, ihr schadet Jojoka damit einfach extrem und wenn ihr damit leben könnt, ist es doch in Ordnung. Reagiert einfach nicht mehr auf mich, ignoriert mich und dann ist gut, da braucht man nicht miteinander reden, lasst mich in Ruhe und ich habe kein Content mehr. Und wenn ihr Müll labert und ich was dazu sagen will, dann mache ich das trotzdem. Wo ist nur mein Video über Tobias Hoch, weil er zu einem Event gesagt hat, dass das nicht ausverkauft ist, obwohl es doch ausverkauft gewesen ist? Man und man für verwirren das. Oh Gott. Also manche Kommentare, das ist aber doch aber falsch. Hat doch die Vergangenheit gezeigt. Wird er nicht vom Freiraum ignoriert. Und er macht die ganze Zeit trotzdem Videos über sie. Ja, wenn sie halt noch die Text bringt. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Danke. <laughs> Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Schön, dass du mal wieder da warst und hab noch eine schöne Restwoche. Vielleicht sehen wir uns ja wieder am Sonntag. <laughs> oh und der Locker. Danke, danke. Schaut mal bei ihm vorbei. Richtig geiler Gamer. Also wirklich vor allem, was Dungeon Dragon, also alle in diese Bereiche reinzieht. Also Baldur's Gate 3 zum Beispiel, schaut mal bei ihm vorbei. Richtig, richtig geil. <laughs> Alles klar, dann äh, viel Spaß noch beim Zocken. Mann, das mache ich nur, weil ich mit ihm. Ja, jetzt haben wir wieder hier so einen 10-Sekunden-Clip. Gibt natürlich noch mehr, nicht so kluge Aussagen von diversen Persönlichkeiten. Ich glaube, die hat Kürtschel da auch aufgezählt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die könnten wir. Ja, aber man ist halt vielleicht nicht 24-7 im Internet und schaut alles. An. Also, man, man muss sagen, es kann schon sein, dass man mal was mitbekommt. Es kann aber auch sein, dass man was nicht mitbekommt. Man kann nicht alles als Video ne, erstellen und vor allem, nur weil du eine loste Aussage vielleicht hast, eine loste Aussage, ich weiß nicht mal, ob das lost ist, was da Tobias gemacht hat, heißt es nicht, dass man darüber ein ganzes Video machen kann. Noch dazu. Also, Leute, ihr müsst euch doch mal ein bisschen überlegen. Ihr haut L-Tags raus wie ein ganzes Video. Mehrere Teile. Du kannst, du kannst daraus eine Filmreihe, du, du kannst da eine Trilogie erstellen mit äh, Überlänge von Herr der Ringe-Style. Was ihr vor Sachen schon rausgehauen habt, sorry, aber hä? Und das könnt ihr doch nicht vergleichen mit einem Tobias Huch, der eine Aussage bringt oder irgendwas anderes, was nicht so krass auch noch viral geht. Ja muss man schon echt überlegen und dazu noch immer noch sind Tobias Huch und Tim immer noch etwas besser ne, verstehen sich immer noch besser als ein eine Shiooka und Tim oder ein Freierrumre und Tim oder egal was von diesen Vogue Bubble ich sage jetzt wieder Vogue weil ich wie gesagt Vogue Bubble finde das immer noch zu pauschalisierend ich sage einfach nur die bestimmten Personen ja <laughs> Zu denen, also Tim und Vogue, diese Vogue-Persönlichkeiten, Hyper-Vogue-Persönlichkeiten sind halt negativ eingestellt. Da wird eher ein Video natürlich draus gemacht. Muss man halt auch bedenken. natürlich auch aufzählen. Ähm, aber trotzdem gibt es da jetzt nicht das Video dazu. Ne? Da gibt es auch generell keine wirklichen Videos dazu. Da gibt es auch keine Kampagnen dazu. Also ne, da ging halt auch ein, äh, ja, eine Chat-Nachricht von Tobias Huchum, dass, ähm, äh, ja, dass er wegen Freiraumreh äh, sich ne, gerne wieder seinen Jagdschein machen wollen würde. Also, ich bin mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber kennst du Sarkasmus? Also, das macht doch. Als ob ein Politiker, ne? Sich jetzt mit Retalk einfach da hinhockt und sagt: ey, Ich mach jetzt wieder meinen Jagdschein und Waffenschein, damit ich Freiraum rejagen gehe. Das meint der nicht, wie das kann. Wenn du es nicht verstehst, ist okay, nicht jeder versteht Sarkasmus, aber überleg es einfach nochmal genau. Würde denn jemand wirklich etwas androhen, äh, Twitch, als Politiker auch noch, der dementsprechend für Menschen sich einsetzt? Ich weiß ja nicht. Ne? Ich würde mir da nochmal zwei, dreimal. Wo ist Dara bitte falsch abge äh, abgebogen? Ich glaube, er hat öfters mal eher die Wand erwischt statt die Tür. Das ist, das ist der Unterschied. Wie gesagt, für mich Hyperboki. Hyperboki, ich finde, das trifft langsam echt ganz gut. Wie, wie viel, das ist so bescheuert. Freiraum Reh, das Wort Reh ist ja schon dementsprechend als wie, als würdest du ein Wild jagen gehen im Wald. Reh, ein normales Tier. Das, wenn man verletzt ist, geht der Förster auch los und dann jagt er das Tier. Oder das ist schon allein zur Kon äh, Kontrolle wegen der Überbevölkerung. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und ein Tobias Huch, das war ja auch also sogar ohne dass ich es gesehen habe, kann ich wahrscheinlich mit fast hundertprozentiger Garantie sagen, das war auf jeden Fall eine sarkastische Aussage von ihm. Der hat sich früher echt gut mit Tobias Huch verstanden. Ich ja? bin versichert, dass diese Chat. Mal, meinst du Dara oder meinst du Tim? Erstmal stochastischer Terrorismus ist, das ist schon mal das erste. Und ich bin mir auch sicher, dass Tobias Hoch das komplett ernst meint und jetzt einen Waffenschein macht. Ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass das einfach auf den Namen Freiraum Reh bezogen wurde. Nee, das glaube ich nicht. <laughs> ich glaub, Tobias Hoch macht jetzt wirklich wieder seinen Jagdschein, um dann sie abzuschießen. Das Geile ist halt auch immer, dass du. Echt? Wusste ich gar nicht, dass Dara sich mit Tobias mal gut verstanden hat. Wie gesagt, ich schaue seine St Streams sich an, weil ich kriege hier schon einen gewissen Nervenkollaps, wenn ich nur die Ausschnitte ansehe. Ich, ich will nicht wissen. Wie ich bei ihm drei bis sechs Stunden stream, keine Ahnung, wie oft er streamt in der Woche, ich könnte mir das nicht antun. Daran, ich würde daran verzweifeln. Und ich nein, 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 nein. Ich, ich würde einfach nur zu verzweifeln. So richtig hardcore. So, Leute wie Dara oder Kircho sagen, ja, aber dazu und dazu hast du kein Video gemacht. Ja, Bro, vielleicht, weil ich nicht alles mitbekomme. Ich gucke die Videos von Tobias Hoch nicht, weil ich generell selten Reactions gucke und dann halt einfach nicht Tobias Hoch. Ich finde ihn leider nicht so ultra interessant. Sorry, Bro, aber du bist ein korrekter Typ. Und die Leute erwarten aber immer von mir, dass ich alles mit. Das war zu Anfang 2023. Okay. Wie gesagt, das mit Tobias Hoch zum Beispiel, ja. Ähm, ich kenne ihn jetzt auch nicht wirklich äh, gut. Ne? Ich habe nur ein paar Sachen schon gesehen. Was ich halt bei ihm. Manche mögen das halt. Das ist halt nicht meine Art. Ich mag diese extrem ruhige Art nicht. Dieses, es es hört, tut mir leid, das klingt halt wirklich jetzt doof oder beleidigend. Es soll es aber nicht sein. Es für mich halt, es ist, ich kriege die Aufmerksamkeit nicht lang genug bei ihm. Ich, ich schaffe es nicht aufmerksam zu sein. Kriegt halt ein bisschen ADHS kann sein, dass es daran liegt oder dass meine Aufmerksamkeitsspanne einfach allgemein nicht ganz so extrem hoch ist. Manchmal kommt immer auf die Thematik an. Aber wenn wenn ähm, Tobias halt redet, ich für, für mich ist es halt es wirkt sich halt nicht interessant genug auf mich aus, damit ich sage, ja, ich bleibe voll dran. Ich schaffe jetzt eine Stunde. Dann zwinge ich mich fast eher dann. Und das will ich halt auch nicht. Ich möchte halt, die Thematik kann wahrscheinlich wirklich wichtig sein und auch richtig. Aber ich, ich kann mich halt nicht zu etwas zwingen, was ich halt einfach nicht richtig fühle. Ne? Ich glaube, man weiß es. Hm. <laughs> äh, warum kann ich in, äh, nicht im Chat sehen, nur im Video? Ähm, hat vielleicht seinen Grund von wegen äh, woanders schreiben. <laughs> bei mir kommt es bei Tobias hoch auf Direction an, das Thema an. Wie gesagt, äh, manche Thematiken schaffe ich noch durchzuziehen, aber insgesamt, bei Tobias lasse ich auch übrigens äh, Minimum 1,5 Fach Speed laufen, ne? muss ich dazu sagen. Mitbekomme, was in der YouTube-Welt passiert. Nein, es ist nicht so. Bruder, schreib mir ein Skript von mir, das mache ich vielleicht dann auch ein Video gegen Tobias Hoh, Ist mir auch egal. Nein, mache ich nicht, mann, sonst zeigt er mich an. Ähm, machst du ja die Videos nicht gegen Shuyoka, weil sich Videos über Frauen besser klicken. Sondern du machst das ja, weil die doofe Aussagen machen. So. Wenn dann aber andere Personen dumme Aussagen machen, ähm, manchmal sogar sehr dumme Aussagen, dann machst du darüber keine Videos. So. Im <laughs> ähm, <laughs> musst du das nicht sagen, dass du die Videos über Shuyoka machst, weil sie eine Frau ist, weil der weiß das schon. Das <laughs> er macht ein Video über Shoyoka und ja, sie ist eine Frau. Aber er macht keine Videos über Shoyoka, weil sie eine Frau ist. Ihr solltet euch mal langsam überlegen. Ein bisschen Hirnschmalz nutzen. Ne? Nur minimal. Dann würdet ihr auch verstehen, wo der Unterschied ist. <laughs> Hyperwoki. Davon versucht er ja, die Leute zu überzeugen. Ähm, ja, deswegen ist das so ein bisschen eine verquerte Logik. Also, ja, damit ist mir klar eigentlich. <laughs> Sogar praktisch nach deinen eigenen Worten. Oh, es ist bitter, wenn er sagt verquerte Logik. Es ist so richtig, du, du hörst schon, es ist einfach nur eine Ironie dabei. <laughs> ich mache die Videos nicht gegen Leute, die ich gut Auch wenn die dumme Sachen sagen. Achso, Ach, macht okay. habe ich das nicht gesagt? Alles, was ich gesagt habe, ist, dass der eine Punkt von Tobias Hoch, und zwar, dass er mal behauptet hat, dass ein Event nicht ausverkauft ist, es aber doch ausverkauft gewesen ist, kein Grund für mich ist, ein Video zu machen. Also, wenn ich irgendwas in was reininterpretiere, ist das immer ganz schlimm, aber daran macht das halt wirklich am laufenden Band. Ja, und natürlich mache ich eher wenig. <lacht> 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 Gute Nacht, Ambio, dann haust du rein, schlaf gut, ein schönes Wochenende, komm gut rein auf jeden Fall, und wir hören uns auf jeden Fall gar ein Video zu Leuten, die ich mag, beziehungsweise mit denen ich befreundet bin. Das ist doch komplett normal, dass ich jetzt nicht gegen Just Nero ein Video mache, wenn er mir mal einen Center-Shock geklaut hat, weil ich mir denke, so, jetzt schießt du ein Video ab. Natürlich schießt man in Videos nicht so... Echt jetzt? Er klaut dir einen Center-Shock und du machst kein Video? Also bitte, komm. Es hätte was Belangloses sein können, weißt du, so ein Lolli oder ein Kaugummi oder so. Da hätte ich verstanden, das wäre egal. Aber ein Center-Shock? Also, Bro, es ist ein Center-Shock. Also wenn du da kein Video machst, dann bin ich schon tief enttäuscht. Also muss ich schon sagen, Center Shock ist schon... Boah, Center Shock, da sage ich jedes Mal, wenn du das so durchziehst und das ist... Boah, ich denke nur dran und ich krieg voll den Schock. Kann aber auch sein, dass es kalt Nee, ich, ich, ich habe jetzt Gänsehaut. Ich weiß nicht, wegen Center Shock oder wegen der Kälte. Eins von beiden. <laughs> Hast du. Ja. Sofort gegen Freunde, das gleiche machst du doch auch nicht. Oder hast du jemals auch nur einen Punkt von Shoyoka kritisiert, mit der du ja nicht mal befreundet bist? Oder von Kircho, habe ich noch nie mitbekommen, dass du das gemacht hast. Aber wehe ich stehe hinter Freunden? Ähm, ja, ist natürlich Quatsch, ne? Also, das ist jetzt. Also, wie kann man hinter Freunde stehen? Normalerweise sollte man nicht hinter Freunden stehen, sondern vor den Freunden und sagen: Hey, du willst an meinen Kumpel ran? Oh nein. Du kommst nicht ran. Aber bitte nur verbal, weil äh, bei Schlägereien, sorry, Gewalt äh, ich ohne Ende. Deswegen, bei einer Stillerei, hofft niemals auf mich. Ich rufe die Polizei. Ist mir egal. Ich finde das ist übrigens auch der richtige Weg, weil es ist nicht so schade einzugestehen, dass man körperlich der Schwächere ist. Es ist sogar eigentlich ein Beweis dafür, dass man stark ist, nämlich sich äh, Schwächen einzugestehen. <laughs> Wer das anders sieht, ist schon schwächer. Wie dann so eine völlige Übertreibung mit irgendwie, aha. Weil Luke Mokritz nicht getötet wurde oder nicht gestorben ist, ist er anscheinend nicht gecancelt worden. Und das ist ja alles total easy, was der durchmachen muss. Ja, aber das kannst du halt schlecht sagen, wenn du dann aber gegen Shoyoka gehst. Also offensichtlich verbreitest du da, also aus seiner Perspektive. Wir sind alle keine Juristen, wir können das nicht beurteilen, was da mit Luke Mokritz war. Das sind alles Dinge, die noch laufen. Bestimmt, oh. weil ich... Ihn Tim, rede. Bitte gegen Shoyoka mache, kann ich natürlich nicht kritisieren, dass Luke Mockridge in der Geschlossenen gelandet ist, weil er sich das Leben nehmen wollte. Ja, doch, das macht auf jeden Fall <laughs> Sinn. Vor allem sind es bei Luke Mockridge auch einfach falsche Anschuldigungen gewesen, denn das Verfahren wurde zweimal gegen ihn eingestellt. Es ist ja nicht so wie bei Shoyoka, wo ich ihre Aussagen gegen sie selber stelle, die sie gedroppt hat, sondern hier wurde wirklich eine Hetzkampagne gegen Luke Mockridge gestartet, weil seine Ex eifersüchtig gewesen ist. Und weil wir keine Juristen sind, können wir auch nicht sagen, ob er in der Geschlossenen war oder nicht. Was ist das für eine Aussage? Ja, also er kann natürlich lügen, so, wir haben jetzt keinen Akte oder sowas vor uns. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass das stimmt, was Luke da sagt. Abgesehen davon gab es auch den Jurist, der ein... Und schlussendlich, äh, wenn er nicht verklagt wurde was auch immer, dann hat er in dem Fall einfach recht gehabt. Das kommt noch dazu. Oh, Gott, Nein, 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 nein. Das nein, so nein, geschrieben nein. Hat, beziehungsweise ein Kapitel, der auch die komplette Akte hatte, aber das ist wahrscheinlich dann wieder der falsche Anwalt, weil der steht ja nicht auf deiner Seite, ne? Es ist aber sehr bezeichnend, dass zum Beispiel auch Luke Mockridge versucht sozusagen jetzt die Medien einzusetzen, beziehungsweise Anwälte, die da auf seiner Seite stehen. <laughs> um eben die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu drehen. Wow. Also er will die Wahrheit nicht verbreiten. Was ist, also jetzt mal Real Talk, wenn, wenn du im Recht bist ne, und du wurdest als etwas dargestellt, was nicht wahr ist, sollst du dann nicht genau rein Tisch machen und das allen erklären, statt dass du wie immer und immer und immer wieder anhören musst, du hast das gemacht, obwohl alles dagegen spricht. Klar, am besten auf sich sitzen lassen, lass dich weiterhin verurteilen, äh, beleidigen als etwas, was du nie gemacht hast. Klar, das ist der richtige Weg. Mm -hmm. Durchgespielt das Leben, durchgespielt weiter das Leben endet dann schn ziemlich schnell, weil man keinen Bock mehr auf die Scheiße hat, weil es die Idioten gibt, die nie aufhören werden. Und das ist das Problem. Aber wenn du es nicht aufklärst, gibt es sind es noch mehr Idioten. Manche verstehen das wenigstens, weil die Wahrheit dann ins Gesicht kommt, ne? Aber die, es gibt dann Leute, die dann so hyperwog äh, unterwegs sind und die dann nicht mal die Wahrheit erkennen und die machen immer weiter. Oh. Das ist echt schlimm, dass man gegen Lügen rechtlich vorgeht. Aber wenn Shoyoka das bei mir macht, wobei dabei nichts bei rumgekommen ist, dann kann man das natürlich komplett verstehen. Und weißt du, wer auch gerade rechtlich gegen jeden vorgeht, der was dazu sagt? Ines Ayoli, seine Ex-Freundin. Aber das ist auch wieder okay, ne? Ein Kuchen-TV, das nicht so ganz wahr haben möchte, natürlich ist er eine Pipeline nach rechts. Natürlich fangen die Leute bei ihm an und dann <laughs> finden sie das nächste Video gegen Feministinnen oder vielleicht sogar queere Menschen und irgendwann finden sie das nächste Video, was sie dann, was schon rechtsradikalen Content hat, und dann finden sie irgendwann das Video, ähm, was dann von rechtsextremen Online-Creatern äh, gekommen ist. Und bei Kuchen-TV haben sie angefangen. Und sind da immer weiter abgedriftet und da landen dann ein paar Leute. Genau. Diesen Beweis möchte ich sehen. Dies, dies, ohne Scheiß, diesen Beweis möchte ich sehen. Kuchen, eine Pipe nach rechts. Spricht sich für Gleichheit aus, für Gleichberechtigung, für alles, was eigentlich eine linke Position äh, ist, ne? Im Grunde spricht sich Kuchen genau da aus, dafür. Aber er ist die Pipe nach rechts. Denkt mal drüber nach. Das ist schon fast poetisch. Ich vertrete die linken Werte, bin aber die Pipe nach rechts. Das ist eine Poesie. Ah. Created by Dara. Ne? Ohne Scheiß kurz davor. wenn Dara das wirklich so eins zu eins noch abnimmt und auch das so bestätigt, muss sich auch schon Sorgen machen, wie die Welt gesehen wird. Also, also mal ganz ehrlich, das ist so eine verdrehte Logik, so eine verdrehte Welt. Es ist traurig, dass man nicht da irgendwas mal prüft oder so. Ich meine. Ja, ich bin natürlich auf dem Seite, weil ich den Tim schon lange verfolge und auch Tim schon äh, öfters mal selber auch gegengeprüft habe. Ne? Einige Inhalte prüfe ich natürlich auch mal, wenn ich mir nicht ganz sicher bin oder wo ich dran Zweifel habe oder wo ich einfach mehr neugierig bin. Und wir haben schon so oft das gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, einige, ich sage nicht alle, ich sage nicht die Hälfte, ich sage einige aus Tim's Community prüfen auch etwas dagegen. Also wirklich auch mal, wenn er was sagt, heißt es nicht, dass es richtig unbedingt sein muss immer. Aber das ist ja das. Ich glaube, die Community von Tim ist relativ kritisch, verhältnismäßig. Also wir beäugeln alles kritischer. So hätte ich das jetzt bezeichnet. Bei Dara habe ich eher weniger das Gefühl. Oder er wird munddruck gemacht im Stream. Das kann auch gut sein. Ne? Das passiert wahrscheinlich sogar öfters. Exakt so. Mein letztes Video zu Sims geguckt. Zack, zwei Videos später, rechtsradikal. Wie kann man so in seiner eigenen Welt leben? Also erstmal sind 95% meiner... Bienen <laughs> Und ich glaube, das sind eher die ganz alten Videos, die wahrscheinlich vor die Anspielung waren, aber auch das macht kaum Sinn. Also wirklich, nein. Da, da musst du wirklich die Welt so schön verdrehen. Wie das verrückte Labyrinth. Es das heißt nicht verrückt, weil es verrückt ist, sondern du verrückst das Labyrinth. Sehr interessant, ne? Videos absolut unpolitisch. Und ja, ich mache natürlich hin und wieder Videos zur Wokebubble bubble oder zu irgendwelchen extremen Feministen, aber das ist nicht mein Hauptcontent und selbst da vertrete ich sehr oft noch linke Points. Als ob man sich dieses Video so anguckt und plötzlich... Und übrigens heißt es, es wird dann eher das kritisiert, was absolut lost ist, was absolut bescheuert ist, was absolut keinen Sinn macht. Nicht die Bewegung an sich oder irgendeine Einstellung oder irgendeine politische... Ideologie oder irgendwas, sondern es wird ein bestimmter lost take rausgesucht, der so einfach nur absolut Lost ist. Es repräsentiert nicht alles, es repräsentiert nur diese eine Situation, dieses eine Event, was halt äh, absolut geil ist für ein Video. Plötzlich bei der AfD landet oder sowas. Und er denkt wirklich so, er denkt wirklich so. Das gleiche haben wir bei Polytopia auch schon. Wie kann man sich, wie kann man so denken? Also kann man die Person ja dann wieder dahin bringen. Das ist gar <laughs> ja. Einfach die Schädel vermessen. Daran kannst du meistens so feststellen. Meistens hier die Größe der Nase. Ja. Ähm, dieses Dahinbringen, es ging hier um den, es ging um den, Aus, äh, um die Aussage von Montana Black bezüglich Schwerkriminelle, nicht Deutsche, zurück in äh, das Land zu geben, wenn es keinen Krieg hat. Ne? Das war die Aussage von Montana Black. Diese Aussage war äh, im Grunde jetzt, wird debattiert. Aber was hier Dara macht, ist eine ganz andere Interpretation. Das ist schon weird, dass man sowas sagt. Also wirklich. Da kannst du dann auch, ne, wenn die jetzt keinen Pass dabei hätten, ne, weil merkwürdigerweise ist der gar nicht in dem Kängurubeutel, den ja Menschen am Bauch haben irgendwie drin, ähm, ja, und dann äh, findest du schon heraus, wo die herkommen. Also, Ah, ach so, ich bin jetzt also noch einer, der die Rassenlehre vertritt, dass ich jetzt denke, dass man so Schädel vermessen könnte oder so, um zu gucken, wo eine Person herkommt, aus welchem Land. Aber wenn ich was interpretiere, ist es schlimm. Aber mir einfach mal den krassesten Rassismus ever zu unterstellen, das ist natürlich mega. Dara, du bist ein toller Typ. Weil er bei einem Punkt vielleicht eine rechte Meinung hat, ist er jetzt komplett rechts, oder was? Ja. Und das sind übrigens die Stellen, die baut er in das Video ein für Monte. Ja, das ist halt sehr wichtig, dass halt, wenn Monte dann. Oder man kritisiert es, weil es bescheuert ist, weil es lost ist. Oh. Fresse. Ich bin absolut eigentlich so der übelst freudige Mensch. Ich lache über jeden Scheiß. Aber Dara ist einer der wenigen Menschen, wo ich echt Angst habe, dass wir überhaupt noch überleben können. Alter, bei solchen Menschen habe ich Angst, dass sie uns alles zerstören. Dass sie so viel Scheiße labern, dass sie ihre Umwelt zu Fall bringen ihre Umgebung, allem ihre Mitmenschen, weil die dann auch einfach da langsam weich werden. Und das ist nicht mal böse gemeint. Die haben, sie überlegen nur nicht weiter. Sie überlegen nicht mehr logisch. Und ich frage mich, wo kommt das her? Das kannst du mir nicht sagen, das ja, ist ja einfach so entstanden. Nein, irgendwas muss es doch beeinflusst haben, dass man nicht mal eins plus eins zusammenzählen kann. Wie kommt denn das? Wie, wie, wie wird man denn so? Ich kann ja verstehen, dass bestimmte äh, Werte vertritt werden, aber du kannst doch keine Fakten ignorieren. Wie, wie, wie geht denn das? <laughs> wie kannst du in allem was reininterpretieren? Meine Fresse, wir sind hier nicht in Deutschunterricht. Gedichtsinterpretation. Was meinte der Dichter? Äh, sein oder nicht sein? Es ist ein Apfel, kein Plastenschimmer. Wie war das nochmal? mal? Es sagt mir irgendeinen berühmten Spruch. Der Poet hatte wahrscheinlich sich nichts dabei gedacht, es hat sich nur gut gereimt. Und wenn du das schreibst, bist du aber unten durch in der Gedächtnisinterpretation. Äh, ja. Was meinte der Dichter denn damit? Äh, es hat sich gut gereimt. Setzen sechs. Warum ich interpretiere nur, was der vielleicht interpretiert hat? Wie kannst du da was falsch machen? Das ist schon alles richtig, sobald du etwas versuchst zu interpretieren. Es macht halt keinen Sinn. Manchmal ist das Offensichtlichste das Richtige. Wie, wie war das? Eliminier äh, alles, was äh, unlogisch ist und das, was übrig bleibt, ist das Richtige. Wenn du aber das Erste schon, was du denkst, schon richtig sein kann, Seine oh. Reaktion dazu gibt, dass er auch thematisiert wird, weil dann ist das Video für Monte interessanter, beziehungsweise für seine Zuschauer auch interessanter. Deswegen ist es für Kuchen.tv auch mal sehr wichtig, irgendwie zu versuchen, ähm, Monte da einzubauen. Genau, ich mache das nur, damit Monte auf das Video reagiert, weil es ihm bestimmt jucken wird, wenn er in einem 20-Minuten-Video mal für eine Minute kurz Thema ist, weil der Take, den Kölscher gebracht hat, einfach komplett lost gewesen ist. Genauso mache ich meine Videos. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Monte sowieso auf 90% meiner Videos reagiert, vollkommen egal, ob er drin vorkommt oder nicht. Digga, wirklich, das, der wirklich, der, der ist so durch, wirklich. Ich freue mich richtig aufs Gespräch, ehrlich. Tim, denk an die Wodka. Vertrau mir, ja, du brauchst sie danach. Hundertprozentig. Macht ein Spiel draus. Nehmt, ihr nimmt es ja so, das so auf und macht daraus ein Spiel. Ey, ohne Scheiße, ich glaube, du kannst hier so krasse Spiele überlegen, was da, sobald da wieder was Lostes raushaut, äh, ein kurzer, ich glaube, das wird tödlich. Alter, das, das, da, da kriegt ihr eine Alkoholvergiftung. Also, falls merkt, ihr es merkt, er versucht sich gerade so rauszuwinden, so im Sinne von, ja, mit euch will ich nicht reden. Warum? Keine Ahnung, aber mit euch will ich nicht reden. Aber deswegen bin ich doch trotzdem, also versucht er gerade sozusagen eigentlich zwischen den Zeilen zu, mit uns allen mitzuteilen, er will nicht mit uns reden. Ähm, nein, Bro, ich wollte damit nicht sagen, dass ich nicht <laughs> mit euch reden will, sondern dass man auch diskussionsoffen ist, wenn man nicht jede Diskussion annimmt, <laughs> Denn man ist ja nicht gezwungen, mit jedem zu reden. Digga, wirklich, ich weiß nicht, was kann ich abschließend dazu sagen? Dara, Dara hat irgendwelche Probleme, keine Ahnung, Den geht es überhaupt nicht gut. Er interpretiert so viel rein, versucht alles negativ auszulegen. Er kann auch. Merkt euch den Begriff Hyperbook. Das, das wird irgendwann. Irgendwann viral gehen, ich hoffe es einfach nur. Überhaupt nicht logisch denken, das ist eigentlich das Schlimmste. Er kann keine logischen Zusammenhänge finden. Dazu lügt er halt die ganze Zeit in dieser Reaction. Wie gesagt, am Montag um 18 Uhr haben wir auf jeden Fall einen Call. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt gerne eure Meinung Uff. in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Oh, das Video war ja echt jetzt meisterhaft anstrengend. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen. Boah, will ich am Montag dabei sein oder nicht? Das ist die Frage. Ja, wenn ihr das Video seht, war das Gespräch wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich lasse nicht vorher hoch. Aber es wird katastrophal. So ich ahne nichts Gutes. Und er geht. <laughs> Dara geht mir wirklich unter die Haut. Wie, wie kann man denn. Ich habe so Kopfschmerzen dadurch. Ich verstehe diese Logik nicht. Es macht nämlich keinen Sinn. Es macht Legend keinen Sinn. Wieso? Leute. Was meint ihr zu so dieser Thematik? Seid ihr auch dabei am Montag oder wart ihr dabei? Und was wollt ihr noch alles hören von Dara, bis ihr versteht dass er nichts Gescheites rausbringt. Bitte erzähl es mir. Ich verabschiede mich. Bis dahin vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Küsschen geht raus und haut rein. Bye bye.